passionate trail runner myself, you exactly understand what the athlete with which you are co-creating is talking about. Like, no matter what, the shoe has to hit 300 grams or less. So this was the big parameter, and then of course we said it has to be comfortable, it has to be breathable, it has to be water draining, and it has to be propulsive. Putting this special plate into the shoe, which is based on renewable carbon sources. There's so much technology in the tooling, in the midsole. It's very, very easy on the heel without taking away stability. It's amazing how much these tools then can bring you forward, can help you evolve. Willkommen, schönen Abend hier aus der Olympia World in Innsbruck. Eine Premiere steht auf dem Programm. Seit gestern läuft ein Spektakel sondergleichen in Sachen Trailrunsport in Österreich. Es ist die größte Veranstaltung dieser Art und wir freuen uns, dass wir heute Abend und vor allem auch morgen mehrere Stunden live zum ersten Mal die Veranstaltung des Innsbruck Alpine Trail Run Festivals live übertragen können. Live in dem Sinn, dass wir hier ein tolles Studio aufgebaut haben, live draußen vom Start- und Zielbereich und auch von der Strecke werden wir heute und auch morgen Bilder liefern können. Ich bin jetzt nicht der Trail Run Experte und dazu habe ich mir wirklich zwei tolle Trail Run Experten dazugeholt. Zum einen eine aktive Athletin und auch eine Sportjournalistin. Es freut mich, Kim Schreiber, ja, dass du mit dabei bist. Ja, freut mich auch, hier dabei zu sein. Ich bin sehr gespannt. Also Sportjournalistin, hast du ja schon gesagt, schreiben tue ich viel über den Sport, aber jetzt so sprechen ist für mich noch Neuland. Also ich bin gespannt jetzt. Du redest schön. Ja. Laufen ist deine Passion? Kann man so sagen, ja. Genau. Also ich laufe jetzt seit fast 3 Jahren für das Adidas Terex-Team. Und genau, bin auch selber am Sonntag dabei am Start und laufe die 25 Kilometer mit und bin jetzt natürlich ganz heiß drauf, bis dahin noch zu gucken, was meine ganzen Teamkollegen noch so jetzt auf die Trails bringen, ja. Heute und morgen wirst du uns begleiten? Genau. Das werden tolle Stunden mit das dir. Das werden da tolle Stunden, ja. Bin ich schon überzeugt davon. Und zum anderen freuen wir uns, dass Lars Schweizer uns an der Seite ist. Lars, du bist der Coach, ja, unter genau, anderem. Ja. Du bist Trainer auch. Genau, also Trainer, selber auch Trailläufer. Trainer bei Michael Arendt Training in Füssen sitzen wir und selber eher auch schon mitgelaufen auf der 85er Distanz und letztes Jahr leider nicht so ganz erfolgreich auf der 110er Distanz. Also da ist noch eine Rechnung offen auf jeden Fall. Ja, mal schauen, nächstes Jahr vielleicht. Ja, da haben wir noch viel Zeit zum darüber plaudern, genau, warum es nicht ganz geklappt hat genau letztes Jahr und warum es klappen wird in Zukunft. Ja. Ganz kurz noch, nicht, wir müssen nicht untertreiben, als Coach, ihr habt sehr viele Schützlinge, genau, die ihr betreut. Ja, 200 ungefähr. Ach. Und auf allen möglichen Distanzen, also nicht nur Ultra-Trail-Läufer, auch auf Kurzdistanzen, Marathonläufer, Halbmarathonläufer, also wirklich das ganze Lauf. Spektrum abgedeckt in dem Fall. Ja, Adidas Terex Innsbruck Trailrun Festival mit vielen, vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Was ist das für ein Event? Ja, es ist also schon ein wichtiges Event, vor allem wenn es normalerweise ja im Frühjahr stattfindet. Ist es halt so, ja, der Opener einfach des Jahres, wo viele Athleten sich darauf vorbereiten, um so den Einstieg in das Jahr zu schaffen. Auch so als kleine Zwischenstation für irgendwie ein großes Ziel, vielleicht im Herbst dann nochmal. Aber für viele so der erste Gradmesser, wie man aus dem Winter kommt auch einfach. Ja, jetzt ist schon die Saison voll im Gange. Also es ist eine etwas andere Jahreszeit, wo gelaufen wird. Es war sehr heiß heute und gestern. Jetzt am Abend ist es angenehm. Ja, ich glaube, jetzt ist so ein perfekter
perfekte Temperatur eigentlich zum Start, bisschen Wind, nicht zu warm. Ja, man kühlt nicht ganz so schnell aus, muss ein bisschen aufpassen, aber ich glaube, es sind eigentlich ganz gute Verhältnisse jetzt. Ja, Kim, wir haben geredet, du hast auch gesagt, eine super Veranstaltung hier in der Dachregion, eines der größten Events überhaupt, perfekt zum Laufen, perfekt auch ein paar Tage hier zu bleiben, ja. Ja, also Innsbruck ist ja generell so zum Sporteln eh schon so eine perfekte Base und so das Innsbruck Alpine Trailrunning Festival ist, glaube ich, so ein Klassiker im Dachraum inzwischen. Also da trifft sich diese ganze Community, man freut sich irgendwie drauf, es ist ein cooles Event, irgendwie ist es alles mit dabei, mit 7 Distanzen natürlich auch, kann jeder irgendwie mitlaufen, das ist auch cool, gibt es auch nicht so oft und es macht einfach Spaß, also es ist eine coole Zeit. Ja, 2020 hat es dieses Event auch gegeben. Impressionen davon, würde ich sagen, schauen wir uns mal an, da kriegen wir ein bisschen einen Eindruck. In a year without trail races, we did everything we could to give you something to dream for. To train for. To give you this one chance to get this special feeling before the start. And to make dreams come true. Through darkest night and steepest climbs. With only one aim, to keep moving forward. That nothing could stop you. And memories for a lifetime were made. Ja, wunderbare Impressionen haben wir hier gesehen. Du warst im Bild. Ich war im Bild, ja. Leider nur kurz, aber ja, war schon cool, das jetzt nochmal zu sehen. War einfach cool, weil letztes Jahr hat so wenig stattgefunden. Und dann war das nochmal was ganz Besonderes letztes Jahr. Ja. Ich würde sagen, wir werfen mal einen Blick hinaus zum Start- und Zielgelände, wo ihr über die Tage alle starten und dann auch ins Ziel kommen. Da können wir, glaube ich, ein Bild uns mal ansehen. Momentan ist noch nicht viel los. Kommt da jeder auf den letzten Drücker? Ja, ich glaube, bei so einem Rennen, wir haben jetzt ungefähr 200 Starter werden dabei sein, muss man jetzt nicht so ewig vorher im Block sein. Beine kann man noch gut hochlegen, sich noch getränketechnisch ein bisschen versorgen. Ja, reicht ja mit Ausrüstungskontrolle halt vielleicht auch eine Viertelstunde vorher noch oder so. Muss man jetzt nicht schon in der Kälte oder im Wind noch ein bisschen stehen, sondern kann sich da noch ein bisschen Zeit lassen auf jeden Fall. Es hat heute Abend das Teilnehmerbriefing auch gegeben, wo viele dabei waren. Sehr wichtig, auch auf Sicherheitsgründe natürlich alles, weil da reisen ja viele an und nehme ich an, die kennen das Gelände oder die Gegebenheiten der Strecke auch nicht. Ja, also
letzte Streckenänderung vielleicht noch sollte man mitkriegen, wenn sich irgendwas in der Ausrüstung vielleicht noch ändert oder sowas, hat man noch die Chance zu reagieren. Oder wenn es doch, wie gesagt, noch eine Abkürzung gibt von der Strecke oder eine Kürzung der Strecke gibt. Also man sollte halt da nochmal mitnehmen, was es so vom Veranstalter gibt. Also die Dinger sind für viele eben gerade anreisetechnisch ein bisschen mehr manchmal schwierig, weil viele früher kommen müssen deswegen. Aber es ist halt doch einfach wichtig mitzunehmen in irgendeiner Art und Weise. 110 Kilometer und 85 Kilometer werden heute gestartet. Über 85 Kilometer wird der erste um 6.30 Uhr in der Früh schon wieder erwartet. Unglaubliche Zeit. Ja. Eigentlich kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, fast ein reines Nachtrennen für denjenigen dann. Oder ein reines Nachtrennen eigentlich. Wie viele Höhenmeter werden da gelaufen? Da sind, glaube ich, 4.500 in dem 80er drin. Ja. Ich glaube, wir können auch einblenden. Da haben wir eine Grafik dann vorbereitet, wo wir auch die Gegebenheiten und die Strecke auch sehen, wo wir uns das Ganze dann mal ansehen können. Es geht ja rauf und runter, wie es halt so bei den Trailrunnern, wie sie es am liebsten haben. Genau, also super, es ist ein perfekter Mix aus, du kannst quasi im Downhill schön auch mal Gas geben, aber du kannst auch im Uphill mal, ja, wahrscheinlich wird es auch Wanderpassagen geben, ich weiß nicht, je nachdem, wie die Gegebenheiten sind, aber es ist ein schöner Mix aus beidem und eben einfach auch schön laufbar und es sind echt coole Strecken, ja. Ja, vielleicht nochmal, Lars, 110 Kilometer hast du in Angriff genommen. Warum hat es dann nicht geklappt am Schluss? Ja, ich bin kurz nach der Mutterer Alm ziemlich blöd mit der Ferse zwischen zwei so Wurzeln reingerutscht und habe mir da die Achillessehne, den Schleimbeutel hinten ein bisschen verletzt. Konnte dann einfach nicht mehr weiterlaufen. Also wäre laufend oder gehend noch gegangen, aber das ist halt einfach zu weit. Dann noch 70 Kilometer weiter zu wandern, war in dem Moment einfach keine Option mehr. Trotzdem, dann, Mutter Alm wäre ja eine schöne Geschichte dort. Mhm. Also das ist schon sehr schöner Fleck. Genau, ich bin dann unten im Tal dann ausgestiegen und bin auch runter schon nur noch gegangen und dann machten 70 Kilometer einfach, ist zu weit zum einfach gehen dann. Genau, du hättest dann quasi die andere Seite noch zu bewältigen auch gehabt. Und ja, und auch der Patscherkofel am Schluss halt, ist halt nochmal, darf man halt nicht unterschätzen beim 110er. Mhm. Also man muss sich wahrscheinlich auch dementsprechend über Monate vorbereiten, dass man überhaupt so eine lange Distanz in Angriff nehmen kann. Klar, also da muss man im Training genug Kilometer laufen, genug lange Distanzen laufen, Ernährung trainieren. Das ist nicht einfach mal so gelaufen, das erfordert wirklich eine große Vorbereitung, sowas. Ja, wir werden in Kürze das erste Mal hinuntergeben. Und zwar unsere Kollegin Viktoria Mall, genannte Vicky, die wird uns immer wieder auch Interviews liefern aus dem Startbereich. Ich würde einfach sagen, die Bühne gehört jetzt ihr und wir schalten zu ihr hinunter. Ja, wir berichten aus dem Startbereich und ich habe auch schon eine Teilnehmerin hier bei mir, die Dorit. Du bist gemeldet für die ganz große Strecke, die K110. Wie kam es dazu und wie fühlst du dich jetzt so kurz vor dem Start? Na, eigentlich fußt diese Anmeldung auf letztes Jahr Mai. Da war ich beim K65 gemeldet. Dann hat Mai aber nicht stattgefunden. Auf September konnte ich nicht verschieben. Dann habe ich auf dieses Jahr Mai verschoben. Und nun ist es ja wieder im Mai nichts geworden. Und jetzt September bin ich halt in der Vorbereitung schon weiter und habe halt gedacht, na dann probiere ich mal die 100 Kilometer. Genau, wenn man 65 schon schafft, warum 110 dann nicht? Im Normalfall sind ja nicht so viele Frauen in diesen extremen Kategorien vertreten. Deshalb freut es uns umso mehr, dass du eine Teilnehmerin mehr darstellst. Aber du bist absolut fit vorbereitet und freust dich auf den Lauf, nehme ich an. Ja, wobei im Laufe dieses Tages das so ein Hoch und Runter war. Wenn man da drüben den Patscherkofel so sieht und dann denkt, dass man da ganz zum Schluss nochmal hoch muss, wird es eben schon ein bisschen anders. Aber ja, jetzt ist es Adrenalin da und das wird schon. Genau, dann fiebern wir uns gemeinsam den Start entgegen und gehen wieder zu euch zurück ins Studio. Tja, ich glaube, da hat sie ein bisschen eine Rückkopplung auch, die Vicky. Also die wird sich noch mehrmals bei uns heute Abend melden. Ja, die Teilnehmerinnen, die sind spärlich gesät über lange Distanzen. Ja, inzwischen wird, glaube ich, besser. Also gibt immer mehr Teilnehmerinnen, die auch dabei sind bei den langen Distanzen. Ist ein langsamer Prozess, weil muss man auch erstmal hinkommen, trainingstechnisch und aufwandtechnisch. Aber es wird zum Glück besser in dem Bereich. Aber Kimme kann, glaube ich, schon auch sagen, die Frauen haben den Trailrun-Sport entdeckt. Also es sind immer mehr, die auch 20 Kilometer oder auch die Marathonstrecke bewältigen, die vor allem Freude am Laufen haben.
Ja, und ich würde auch gar nicht sagen, also ich weiß nicht, hier bei den Events im Dachraum ist vielleicht schon noch eher so, dass die Männer dominieren, aber so wie ich das mitbekomme international, ist es schon so, dass die Frauen immer mehr sehr stark auf den langen Strecken vertreten sind und da auch den ein oder anderen Mann auch mal liegen lassen. Also die kommen. Und ja klar, also ich bin ja selber auch eher Kurzstrecklerin, wenn man so sagen darf, so 20 bis 40 Kilometer, das ist einfach auch eine schöne Distanz, aber ich glaube jeder, deswegen ist es hier so schön, man, du hast 7 verschiedene Distanzen, die du laufen kannst, es gibt von 15 Kilometern bis 110 Kilometern alles und deswegen glaube ich, kann sich da jeder ganz gut austoben, ja. Ja, ein gutes Stichwort, es gibt auch 7 Kilometer, gestern hat alles begonnen. Und der K7 Business Run, Business Trail, wenn wir es so nennen, der war ja, für all jene, die sagen, okay, jetzt steige ich mal ein, das probiere ich aus, die gerne eine Abendrunde auch laufen. Und da waren wir mit der Kamera mit dabei und haben auch von diesem Business Trail Run einige Impressionen vorbereitet. Okay, mit den Schuhen, die ich hier habe, die ich gekriegt habe vom Philipp Ferstl von Adidas, das wäre so meine Einsteigerstrecke. 7 Kilometer. Ja, ich habe schon gesagt, also die Schuhe schauen super aus. Also ich glaube, du wärst quasi ready für den Trail. Könntest du mal zeigen? Also vielleicht kriegen wir es wirklich noch rein. Der Gravic Boa sitzt ja, genau. Wie angegossen. Doch, schaut gut aus. Die Jeans müssten wir halt vielleicht noch wechseln. Aber, ja, natürlich. Laufhose habe ich. Also das geht schon. Packen ja. Wir noch einen Rucksack drauf, genau. Wechseln die Jeans noch aus, dann passt das ja. Das werden wir noch hinkriegen. Bis morgen steigen wir uns vielleicht noch auf 20 Kilometer. Oder so. Das schauen wir dann, wie der Tag wird. Wir haben bereits unten wieder im Startbereich die Victoria mit dem nächsten Interview. Müsste kommen. Oder wäre geplant gewesen. Kein Problem, wenn sie dann wieder kommt. Lars, 7 Kilometer ist eine kurze Distanz. Das nehmen viele auch, glaube ich, das ist ein bisschen ein Warm-up machen und volle Kanne diese Strecke laufen. Bisschen, volle Kanne ist ein bisschen ein Problem bei den Langdistanzler. Die sollten sich da ein bisschen zurückhalten, aber so für die 25 oder auch für die 40er morgen, die können das schon noch mal so als letzten kleinen spritzigen Lauf sozusagen mitnehmen am Donnerstagabend. Und ja, dafür kann man das machen, auf jeden Fall. Ja, Kim Schreiber vom Adidas Terex Team und Lars Schweizer, Coach von über 200 Schützlingen, unter anderem, also nicht nur er alleine, sind mit mir die nächsten Stunden hier im Einsatz. Heute dürfen wir 2 Stunden lang live von diesem Auftakt der 110 und 85 Kilometer Athletinnen und Athleten bei diesem Adidas Terex Innsbruck Alpine Trailrun Festival. Ja, werden also mich begleiten über diese Stunden. Wir haben viel vorbereitet. Wir freuen uns auch. Wir sind in fast 1 Million Haushalten derzeit zu sehen, zu empfangen. Und zwar über K19. Wir sind live bei der Tiroler Tageszeitung auf dem Online-Portal vertreten und in vielen Social-Media-Kanälen kann man uns ebenfalls sehen. Und sehen werden wir. Jetzt ist es soweit, nämlich unten Victoria Mall. Ich habe hier bei mir den Can.
Can, du bist aus der Schweiz angereist. Für welche Kategorie startest du? Ich starte bei dem 110er heute. Ja. Also wenn schon, denn schon. Es ist jetzt knapp 40 Minuten vor dem Start. Welche Gedanken gehen einem jetzt noch durch den Kopf? Das ist schwer zu beantworten. Eigentlich bin ich ziemlich fokussiert, visualisiere vielleicht den Lauf ein bisschen. Ja, aber ansonsten, ja, man muss ein bisschen spontan sein in den Gedanken für so einen Lauf, weil alles passieren kann. Also, ja, kann ich definitiv sagen, was man denkt, ja. Hast du ein bestimmtes Vorbereitungsritual? Gehst du nochmal in dich? Hörst du nochmal Musik? Tauscht man sich mit den Kollegen aus? Oder lässt du jetzt einfach alles auf dich zukommen? Also ich denke, das ist schon lange geschehen durch den Tag. Ja, da nehme ich es ein bisschen gemütlich und lege die Beine mal hoch. Und ja, kurz vor dem Lauf mache ich so einen 2-Kilometer-Lauf mit ein bisschen Musik und das war es dann auch schon, ja. Genau, mit Beine hochlegen ist jetzt gleich nichts mehr. Worauf freust du dich ganz besonders auf den nächsten 103 Kilometer? An dem Punkt, an dem ich weiß, dass es gut läuft. Ja, ich denke, da gibt es immer so bei 50 Kilometer, 60 Kilometer einen Punkt. Und da weiß man halt, ja, ab jetzt läuft's. Ja. Du sprichst doch so, als wäre das nicht dein erster Extremlauf. Bist du öfters bei solchen Veranstaltungen am Start zu sehen? Also so ein 100 Kilometer ist mein dritter Lauf. Aber ja, jetzt weiß ich schon, dass es geht und ja, eigentlich kann nichts schief gehen. Du sagst es, es klingt so, als bist du spitzenmäßig vorbereitet, es kann nichts schief gehen und wir drücken dir alle zusammen die Daumen. Dankeschön. Tja, einem Schweizer drücken wir immer die Daumen, Herr Schweizer. Ja. Ein Schweizer läuft wie ein Schweizer Uhrwerk. Ja. Minutiös geplant wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ja. Nee, also muss man ja auch vorbereiten bei so einer Distanz. Da muss man halt auch wissen, wie man das Ganze sich einteilt. Und wie er gesagt hat, also irgendwann so ab 60 kann man vielleicht auch davon ausgehen, dass das kann gut gehen. Aber es kann halt auf so einer Distanz so viel passieren einfach. Ganz sicher kann man sich da nie sein. Einmal vertreten reicht halt im Trailsport halt auch, um auch auszuscheiden aus so einem Rennen. Aber eben, es gibt so einen Punkt, wo man sich wirklich im Kopf dann irgendwann sicher ist, jetzt kriege ich das Ding auch durch. Ja. Kim, wie bist du endlich zum Trailrun-Sport gekommen? Laufen tue ich eigentlich schon immer, aber immer flach mehr oder weniger, beziehungsweise ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass ich da so eine Differenzierung machen muss. Ich bin halt auch mal irgendwie im Wald gelaufen oder flach, je nachdem, wie ich Lust hatte. Und dann hat ein Kumpel mich mal mit auf die Trails genommen und hat gesagt, jetzt probier das doch mal aus. Ich bin mir sicher, das gefällt dir. Und dann hat mir das auch sehr gut gefallen. Und dann war auch der erste Wettkampf gar nicht so weit weg. Das war dann der Corsa-Marsch in Epps. Und das lief auch gleich richtig gut. Und dann bin ich so ein bisschen dabei geblieben, ja. Ein schöner Lauf ist der Corsa-Lauf. Ja, ist ein schöner Lauf, ja. Also das kann man schon sagen, oder? Doch, hat mir gut gefallen. Waren auch die 21 Kilometer, also auch auf die kürzere Distanz gegangen. Und hat mir offensichtlich so gut gefallen, dass ich dann gesagt habe, jetzt bleibe ich auf den Trails, ja. Genau. Du hast gesagt, flach bin ich immer schon gelaufen, früher auch Wettbewerbe? Nee, eher weniger. Also als Kind schon und dann eigentlich nur noch für mich und dann so mit den Wettkämpfen echt erst wieder 2017 angefangen. Ja. Lars, deine große Karriere hat wie begonnen? Ja, ich habe 2009 mir mal vorgenommen, einen Halbmarathon zu laufen, bin dann nach 3 Monaten noch zu Ende gelaufen und dann halt nach und nach reingerutscht. Dann folgte der erste Marathon 2010, dann nach den ersten 2 Jahren Straßenmarathon hieß, oh, da gibt es einen Swiss Alpine Trail Marathon in Davos, ja okay, macht man mit. Und so irgendwie immer weiter reingerutscht in die Geschichte, dann wurden Distanzen immer länger, dann hieß es irgendwann 70 Kilometer, 100 Kilometer, 100 Meilen war bisher das längste, was ich an Traillauf gemacht habe. Und so rutscht man da irgendwie ja, immer tiefer in die Geschichte rein. Jetzt gibt es ja in Österreich, wir haben es schon erwähnt, oder im Dachraum auch immer mehr Veranstaltungen. Im Fieberbrunn war gerade Kata 100, geniale Veranstaltung. Das ist schon auch diese schöne Region hier, die Berge und alles, was dazugehört. Das macht schon Tirol und Österreich auch zu was Besonderem.
ja, die Leute wollen einfach auch in den Alpen laufen, in den Bergen laufen. Man hat hier so ein schönes Angebot auch an Trailnetz oder auch Wanderwege, wo man halt als Trails dann in Rennen auch laufen kann. Die Anbindung ist für die meisten gut. Man ist schnell aus Süddeutschland, aus der Ostschweiz hier in der Gegend. Also regiontechnisch ist halt einfach einladend in dem Moment hier zu laufen. Ja, unten im Startgelände, da fühlt sich schön langsam. Wir haben noch einiges vorbereitet und zwar gestern war neben dem Business Trail auch der K7 Night Trail angesagt. Und auch dort haben wir die Kamera draufgehalten und ganz tolle Bilder haben wir da gekriegt. Spira haben wir da gesehen. 77 Jahre jung ist die Dame. Da habe ich auch nicht mehr so weit. Aber es ist unglaublich, wenn man mit 77 Jahren noch so läuft, dann kann man sich auch vorn schreiben. Ja, also wäre auf jeden Fall ein ganz schönes Ziel, was man sich vornehmen kann. Also ich würde mich freuen, wenn es so hinhaut, dass ich dann den Night Trail noch so fit runterflitzen kann mit den Jahren. Ja, doch. Wäre schön, ja. Das wirst du machen. Lars hat da ein bisschen nachgesehen. 12 Jahre ist der jüngste Teilnehmer, der mit dabei sein wird. 77 Jahre die älteste. Die läuft, also da haben wir schon Altersdistanzen, jeder läuft, jeder kann mitmachen, egal wie jung oder alt. Das ist auch das Gute hier, dass jeder wirklich auf seine Distanz starten kann, dass das Angebot so breit ist, dass es auch die Möglichkeit gibt, wirklich von 12 jetzt bis 77 und wenn man die Kinderläufe noch dazu nimmt, noch jünger. Also man kann wirklich in allen Altersklassen hier mit dabei sein, auf jeden Fall. Ein gutes Stichwort, die Kinderläufe. Als hätten wir es abgesprochen. Da gab es nämlich heute Nachmittag den Auftakt und zwar mit den Kindern. Und auch da haben wir Bilder vorbereitet. Das war cool. Die sind da bei uns im Startbereich einige Runden gelaufen. Schauen wir kurz hinein. Die Frau Landeshauptmann-Stellvertreterin ist bereits eingetroffen. Da freue ich mich schon, dann, dass ich mich mit ihr unterhalten kann. Zuvor kommt dann bei uns noch Philipp Ferstl. Er ist für unseren Hauptpartner, für Adidas Terex heute bei uns ebenfalls im Studio. Und ich freue mich natürlich ganz besonders, Kim Schreiber wird selber mitlaufen, aber erst am Sonntag, weil heute Morgen bist du hier bei uns. Und Lars Schweizer, ein Coach, der viele Schützlinge betreut, selber schon mitgelaufen ist und wird nächstes Jahr die 110 finishen.
Hoffentlich, so ist der Plan. So werden wir es machen. Und bei uns im Startbereich, da haben wir die Viktoria Mall. Wir sind derzeit überall live, also auf dem Kanal der Tiroler Tageszeitung. Wir sind auf K19 in über 900.000 Haushalten, wo man uns sehen kann und auf vielen Plattformen. Ja, spezielle Sache am heutigen Abend schon zum ersten Mal so richtig live. Und damit geben wir wieder hinunter zum Startbereich und zur Vicky. Genau, danke Martin. Ich habe hier den Patrick bei mir. Der Patrick ist Lokalmatador und Wiederholungstäter. Du warst letztes Jahr schon dabei. Du weißt, wie sich die 103 Kilometer anfühlen. Ist es ein reiner Genuss oder sind da auch härtere Passagen drin? Boah, ja, reiner Genuss. Ich meine, wenn du im Ziel bist, nachher schon. Gell? Ich meine, es ist sehr emotional, muss ich sagen. Was voll lässig ist, sind Leute so wie du oder die einzelnen Leute bei den Verpflegungsstationen, von der Bergrettung, da jetzt die ganzen Leute, die Freiwilligen, die was beschildert haben. Oder? Also wenn ich jetzt denke, dass der Dani gestern die letzten 35 Kilometer beschildert hat, oder? Das ist ja Wahnsinn. Oder die Anita, die war dreimal den Simner, den Nachtrail beschildern, das baut mir einfach voll auf und beim Lauf halt auch, weil ja, Genuss, immer, wir haben jetzt gerade gewitzelt, Valentin und der Flo, es fängt bei Kilometer 30 an und es wird halt ärger und ärger, gell? Am Anfang zwickt es halt da oder da und dann irgendwann einmal zwickt es halt überall und irgendwann ist es halt wurscht, aber es ist, lässig ist es auf jeden Fall, kannst du nur empfehlen. Schauen wir mal, ob ich nächstes Jahr am Start stehe. Wahrscheinlich nicht bei den 110 Kilometern. 42? Ja. Ja, ich mache jetzt keine verbindliche Aussage. Aber ich finde es super, dass du am Start bist und ich finde es auch wirklich lobenswert, dass du die Leistung von den Helfern so anerkennst. Es sind eins, ja. Ja, ja. Ich finde das übrigens auch sehr nett, der Patrick hat zuerst gemeint, er läuft ja nur, aber die ganzen Helfer, die stehen ja die ganze Nacht da, also eine Einstellung, die nicht alles so teilen, weil eure Leistung wirklich auch unglaublich ist. Ja. Auf was freust du dich jetzt besonders? Auf das Bier danach. Was, dann wollen wir die gar nicht mehr länger aufhalten, damit die Motivation groß ist, die Zielankunft bald und das Bier dann ganz bald bereitsteht. Ja, danke, danke. Danke dir. Danke. Jawohl, so schaut's aus. Ja, bis 0 Uhr sind wir hier auf Sendung und dann freuen wir uns auf das Bier danach. Die Läuferinnen und Läufer, die haben eine lange Nacht, einen langen Vormittag vor sich. Und trotzdem, Lars, du hast es gesagt, der erste über 85 Kilometer wird um 6.30 Uhr, da sind wir noch gar nicht live, bereits wieder hier erwartet. Ja. Also der muss ja Tempo. Genau, ist ein schnelles Tempo und wie gesagt, halt ein komplettes Nachtrennen. Für den ist auch eine neue Herausforderung, das Ding komplett im Dunkeln zu laufen. Geschwindigkeiten fühlen sich ein bisschen anders an im Dunkeln. Man muss ein bisschen mehr auf Orientierung achten. Es ist ein bisschen einsamer, das Rennen, weil wenn man vorne dann irgendwie wegläuft, so viele Leute sind nicht an der Strecke in dem Moment. Also es ist eine ganz andere Art von Rennen, wenn man so ein komplettes Nachtrennen dann hatte. Immer wisst ihr, die Verteilung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer angesehen, 250 in etwa, die jetzt dann starten werden, über die 85 haben wir 150 Teilnehmer und dann geht es hinauf. Also über die 25 Kilometer, 850, die gemeldet sind, das steigt dann, je weniger Kilometer es werden, je mehr Teilnehmer, die es bewältigen können, oder? Ja. Also auch der 25er, der ist ja auch einfach, der hat ja 450 Höhenmeter. Das heißt, es ist einfach eine Strecke, die kannst du laufen, auch wenn du jetzt noch nicht jahrelang im Trailrunning drin bist. Deswegen ist das eigentlich eine perfekte Einstiegsdistanz. Und ich glaube, deswegen ist da auch die Zahl so hoch, weil ja das auch für viele, die das noch nicht so lange machen, einfach machbar ist und auch Spaß macht. Und deswegen, glaube ich, gehen da die Zahlen so nach oben, ja. Kim Schreiber und Lars Schweitzer sind meine Kollegen, die mit mir gemeinsam durch diese beiden Sendungen führen können, dürfen und ihr es mit mir hier perfekt umsetzt. Wir machen kurz Werbung und dann freuen wir uns auf den Vertreter von Adidas Terex und auch auf die Landeshauptmann-Stellvertreterin von Tirol. Also volles Programm und dann geht es schon Richtung Start. Wir sind gleich wieder zurück.
Und jetzt dürfen wir Philipp Ferstl bei uns im Studio begrüßen, in unserem wunderschönen Live-Studio. Da muss ich auch mich wieder bei den Helferinnen und Helfern bedanken. Haben das perfekt hier gemacht. Also schaut cool aus. Adidas, Terex, Philipp, ihr seid Partner nicht erst seit diesem Jahr, sondern die Kooperation hat bereits vor einem Jahr begonnen. Ja, ganz genau. Danke, Martin. Danke, dass wir hier sein dürfen. Genau, wie du sagst, es ist das zweite Jahr für uns Adidas Terex als Titelsponsor vom Innsbruck Alpine Trail Festival. Und wir freuen uns wahnsinnig, auch heuer wieder dabei zu sein und einfach als, ja, als starker und zuverlässiger Partner hier zusammen mit der Laufwerkstatt, mit dem Veranstalter ein wahnsinnig tolles Event auf die Beine stellen zu können. Ja, es ist sehr viel los gewesen, gestern schon, heute am Nachmittag. Jetzt natürlich wird sehr, sehr viel los sein in Kürze. Es soll eine langfristige Partnerschaft sein. Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir zusammen langfristig am Event planen, den Event weiter verbessern. Hier und da kleine Stellschrauben, die vielleicht nicht immer ganz sichtbar sind für den Teilnehmer, aber unterm Strich das Event Jahr für Jahr auf ein neues Level heben. So haben wir zum Beispiel heuer im Vorfeld auch die IATF-Streckenchecks ins Leben gerufen und noch weiter verbessert, was auch super gut bei den Teilnehmern angekommen ist. Super gut angekommen ist. Trailrun-Sport oder das Trailrunning allgemein, es boomt. Immer mehr sagen, okay, ich steige mal ein bei ein paar Kilometern, ich schaue mir das an, ich möchte das genießen. Das ist etwas, was eigentlich gar nicht mehr aufzuhalten ist, sondern es werden immer mehr und mehr. Absolut. Es boomt, die Verkaufszahlen steigen, die Teilnehmerzahlen steigen, die Events steigen und das ist einfach für uns auch eine super gute Möglichkeit, um uns als Marke zu positionieren, um bei Events wie hier vor Ort zu sein, die Leute einzuladen, unsere Produkte in die Hand zu nehmen, an den Fuß zu nehmen, zu testen, mit uns als Marke einfach zu interagieren und das ist eine ganz, ganz tolle Möglichkeit. Ja, wenn wir jetzt speziell Tirol hernehmen, da wird der Sport ganz, ganz groß geschrieben. Man radelt an allen Ecken und Enden und man läuft auch vom Unterland bis ins Oberland, also überall. Ist schon ein bisschen ein Hotspot, wenn wir jetzt Innsbruck hernehmen. Gerade hier die 110 Kilometer, da läuft man im Grunde genommen einmal im Kreis und kommt wieder in einer Metropole an. Absolut. Innsbruck ist einer der Hotspots im gesamten Alpenraum. Und ich glaube, das war auch für uns dann ein ganz wichtiger Faktor, dass Innsbruck ein Outdoor-Zentrum ist, nicht nur Trailrunning. Alle Outdoor-Sportarten sind hier in Innsbruck, im Tirol, im weiteren Umfeld beheimatet. Und das hat natürlich auch einen enormen Abstrahleffekt nach allen Seiten. Und ich habe selber auch letztes Jahr die Gelegenheit gehabt, den K42 zu erleben und kenne natürlich auch die Trails in und um Innsbruck von daher und kann bestätigen, dass es ja traumhaft ist und kann allen Teilnehmern da wirklich nur viel Spaß wünschen. Heute, morgen, übermorgen, besser geht's kaum. Ja, mit der Kim haben wir ja eine besondere Vertreterin aus eurem Adidas Terex Team auch hier. Da sind etliche Athleten, nicht nur aus Deutschland, sondern vor allem global auch. Erzähl uns ein bisschen über dieses Team. Ja, Adidas Terex sponsert Trailrunning-Athleten aus der ganzen Welt, die dann auch auf der ganzen Welt unterwegs sind. In den USA, in Europa, im asiatischen Raum. Und ich denke, das ist ganz wichtig und auch eine gute Gelegenheit, dass wir Athleten unterstützen können, ihren Traum zu leben, ihr Potenzial zu erforschen und irgendwo auch ausschöpfen zu können. Und wenn wir da einen kleinen Beitrag dazu leisten können, dass hier und da vielleicht mal ein Streckenrekord gebrochen wird oder ein Athlet, eine Athletin aufs Podium läuft, dann sind wir natürlich dann auch sehr, sehr froh drüber. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz hinunter schalten, wo wir da gesehen haben, weil die Athleten haben quasi jetzt, glaube ich, die Rucksackkontrolle, die da durchgeführt wird. Ja, da sehen wir es genau. Lars, da werden also die quasi, es gibt ja Pflichtausrüstung, die wird kontrolliert. Genau, also eine Pflichtausrüstung wird hier bei jedem kontrolliert beim Eingang. Ist halt auch wichtig, weil unterwegs Erste-Hilfe-Set, Regenjacke, warme Kleidung ist einfach bei so einem langen Lauf jetzt auch über die Nacht einfach essentiell wichtig, weil selbst spätestens, wenn was passiert, braucht man warme Kleidung, um sich warm zu halten oder je nachdem, wie das Tempo dann hinten raus ist oder für die, wo er auch morgen Abend in den Abend wieder reingehen, einfach sich wieder warm anziehen zu können, im Notfall Erste-Hilfe-Set dabei zu haben, ist einfach wichtig bei sowas. Ja, ich hätte dich ja gerne morgen auch wieder ins Studio eingeladen, aber morgen hast du ein bisschen Stress, glaube ich. Du schaust dann auch auf die Athleten.
Absolut, das ist natürlich ganz, ganz wichtig und ich freue mich wahnsinnig darauf, unsere Athleten vor Ort zu unterstützen, an der Strecke zu sein, sie zu supporten, zusammen mit den anderen Athleten, die morgen selber auch nicht laufen. Das ist immer super gut, in diese vermeintliche Einzelsportart Trailrunning einen gewissen Teamspirit reinzubringen und ich glaube, das gelingt uns ganz gut und ja, leider kann ich morgen nicht da sein. Ich werde viel auf der Strecke sein, hin und her fetzen und unsere Athleten anfeuern. Bevor wir jetzt Landeshauptmann Stellvertreterin kommen, mit dem möchten wir auch noch ausführlich plaudern, nicht, dass sie dann den Startschuss unten verpasst. Sagen wir noch ganz kurz, es gibt zum ersten Mal Live-Übertragung. Man steigt jetzt schön langsam ein, Digitalisierung, ohne dem geht es nicht mehr. Was sagst du, dass man das macht? Ich finde es absolut gut. Es ist wirklich, es ist auch irgendwo ein Must-Have so langsam für alle großen Rennen, zu dem der IATF fraglos dazugehört. Deswegen freue ich mich total, dass man das auf die Beine gestellt hat, dass man auch so ein sehr professionelles Setup hier hingestellt hat. Also ganz, ganz toller Mehrwert. Nicht nur für die Leute hier, für die Leute, die es verfolgen, auch daheim an den Bildschirmen, Livestreams, Social Media. Super gute Sache. Ich danke dir für den Besuch. Die Schuhe lassen wir an, ja? Die haben wir morgen auch noch. Sehr gut. Das ist cool. Ich wünsche dir morgen einen tollen Tag auch mit deinen Athleten und dass der Erfolg so wie letztes Jahr sich auch wieder einstellt. Das wäre eine coole Sache. Danke dir. Vielen Dank, Martin. Super. Philipp Ferstl bei uns zu Gast gewesen für Adidas Terex. Wir machen jetzt noch mal ganz kurz Werbung und dann ist John gewechselt. Dann ist sie hier bei uns. Ingrid, Philippe, also in Kürze sind wir wieder da. Fünf Uhr Tagwache. 12 Kilometer geschafft. Drei noch vor mir. Puls bei 143. Da geht noch was. Und dann bezahlst du so? Bleib sportlich. Zahl mit Garmin und S-Mastercard. Herzlich willkommen all jenen, die jetzt dazu geschalten haben. Wir sind hier live in unserem schmucken Adidas Terex Innsbruck Alpine Trail Run Festival Studio und wir sind gerade jetzt angelangt an einem Moment, wo wir ein bisschen offiziell werden dürfen. Das freut uns. Die Landeshauptmann-Stellvertreterin von Tirol, Ingrid Philippe. Erstmal toll, dass Sie hier sind. Danke für die Einladung. Ja, gerne. Tirol, Innsbruck, absolut der Sport-Hot-Spot, das darf man schon auch sagen. Wir haben gerade unten gehört, da war Eishockey heute auch noch. Also Sportstadt und natürlich auch Sportland, ob Rad oder eben Laufen. Was sagen Sie zu diesem Event, das hier in Innsbruck stattfindet? Ja, ich freue mich und bin ein großer Fan der ersten Stunde von den Veranstaltungen von der Laufwerkstatt, sowohl hier als auch im Pitztal, weil ich glaube, dass dieser Sport, und Tirol ist vielfältig, Innsbruck bietet viele sportliche Möglichkeiten, aber gerade Trailrunnen ist ein sehr nachhaltiger Sport, ein sehr umweltverträglicher Sport und das freut mich als Naturschutz- und Umweltlandesrätin natürlich besonders, dass man da keine großen neuen Infrastrukturen braucht, sondern die Sportlerinnen und Sportler sehr achtsam das nutzen, was die Natur ihnen bietet und mittlerweile ja in den vergangenen Jahren jedes Jahr noch neue Assets dazu, mittlerweile auch die mitnehmbaren Trinkgefäße und alles, das ist schon Standard und das ist sehr, sehr toll, weil man sieht, dass so ein internationales Event sehr umweltverträglich, sehr menschenfreundlich, sehr tierfreundlich ablaufen kann. Und das ist eine sehr coole Sache und da freue ich mich und stehe zu 100% dahinter. Ja, jetzt gibt es im Pitztal das Event, es gibt unter anderem auch im Ötztal, in Umhausen den Stulmenrun, es gibt in Obergurgl eine Veranstaltung, aber umgekehrt, wir haben schon gesagt, im Fieberbrunn große Veranstaltung, es gibt den Corsa-Marsch seit vielen Jahren in Ebs. Also das Laufen, das ist ja gehört zu Tirol.
Ja, und es bietet sich einfach an. Wir haben wunderbare Berge. Ich bin heute selber schon unterwegs gewesen, ein bisschen weiter oben im Naturpark Karwendel, nicht auf der Strecke, sondern schon oben am Grat bei der Frau Hitt. Und es bietet sich bei uns einfach die Szenerie an, dass man da die Natur erlebt, laufend erlebt. Und wenn man so gut beieinander ist wie die Athletinnen und Athleten, dann halt auch sehr viel sehen kann in ihren Läufen. Die großen Distanzen sind natürlich für mich weit entfernt, aber man kann in Tirol natürlich laufend und auch radelfahrend, das haben Sie vorhin gesagt, sehr viel genießen und erleben. Und das tun viele und das tun immer mehr. Und wie gesagt, je weniger das mit Seilbahnen und anderen Infrastrukturen funktioniert, desto mehr freut es mich als Naturschutzlandesrätin. Wir reden gleich weiter, denn unten am Start wartet schon wieder Viktoria Mall mit dem nächsten Interview. Genau, wir haben nämlich schon sehr viele sehr motivierte Teilnehmer hier um uns herum. Und neben mir steht der Flo. Du bist begeisterter Trailrunner, obwohl du noch gar nicht so lange dabei bist. Erzähl ein bisschen, was hat dich hierher verschlagen und worauf freust du dich jetzt so besonders? Ja, ich habe ja eigentlich erst vor 5 Jahren mit dem Laufen so wirklich angefangen. Vorher war das mehr so eine Hassliebe gewesen und sowas Gezwungenes, bis irgendwann die Passion draus wurde. Und tatsächlich Innsbruck war auf der 42 Kilometer Strecke mein erster großer Lauf. Und da habe ich gedacht, heute mache ich einfach mal das Doppelte davon. Genau, mach mal einfach mal das Doppelte, so nebenbei halt. Du hast vorhin auch schon wirklich gestrahlt. Auf welche Momente freust du dich jetzt besonders? Ich freue mich einfach immer unterwegs zu sein. Es ist jedes Rennen oder jeder Lauf entwickelt so seine eigene Dynamik. Und es sind so viele Erlebnisse, die unterwegs passieren, auf die man sich überhaupt gar nicht so richtig vorbereiten kann, die dann kommen und die man einfach feiern kann. Es wird ein großes Fest und eine große Feier für dich. Hast du auch schon ein Ziel vor Augen, wann du wieder hier sein willst? Mein Ziel ist es überhaupt wieder hier anzukommen, weil ich bin jetzt nach den letzten 3 Monaten ein bisschen zerballert. Und deswegen gucke ich mal, dass ich meinen alten Kadaver hoffentlich vor 12 Uhr mittags dann hier reingeschleppt komme. Ich bin sehr zuversichtlich, dass dein alter Kadaver hier bei uns ausscheint und wünsche dir ganz viel Spaß noch und viel Erfolg. Danke dir. Ja genau, wir werden Sie alle erwarten. Tja, sind immer gut gelaunt, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die wir da auf das Mikrofon holen. Allerdings steht ihnen auch jetzt eine große Aufgabe bevor und das kann man dann nur mit Humor nehmen, wahrscheinlich. Ich habe einen Höllenrespekt vor allen Athletinnen und Athleten und das fängt bei mir tatsächlich schon auch bei den geringeren Distanzen an. Aber wenn ich mir vorstelle, dass sich jetzt dann gleich Menschen auf den Weg machen, über 100 Kilometer am Stück bergauf, bergab zu rennen, das ist schon, wo ich mir denke, ich würde es mir nicht trauen. Und ich würde in meiner körperlichen Verfassung sollte man es auch nicht machen. Aber das Wunderbare ist, dass ja alles bestens vorbereitet ist, haben wir ja schon mehrfach gehört. Unterwegs alles gut abgesichert, alles gut vorbereitet. Man schaut aufeinander und ich glaube, das ist, glaube ich, auch etwas, was zur Community dazugehört, dass die Athletinnen und Athleten auch aufeinander schauen und falls es jemandem nicht so gut geht, da einfach auch schaut, dass jeder sicher wieder irgendwie ankommt, ob er dann den ganzen Lauf erledigen kann oder nicht. Und deswegen, glaube ich, trauen sich die Leute auch zu, dass man in dem gemeinsamen Flow vielleicht auch mehr erreichen kann, als man sich ganz alleine beim Training zutraut. Ja, der Flow ist absolut da. Bevor Sie jetzt hinuntergehen und wir Sie entlassen hier oben, muss ich doch noch sportpolitisch ganz kurz fragen. Tirol steht für Großveranstaltungen, ist auch immer unterstützend, auch vor allem, wenn es heißt, das Geld aufzutreiben für große Geschichten, ob vom Bund dann oder überall her. Das ist auch ganz wichtig. Also es hat Radweltmeisterschaften gegeben hier und ganz andere Weltmeisterschaften. So eine Trailrun-Weltmeisterschaft wäre auch mal was. Ja, ich finde, sie wird tatsächlich wunderbar
nach Tirol passen, weil ich glaube, wie vorhin schon gesagt, das ist eine sehr verträgliche Großveranstaltung und mit einem guten Draht ins Sportministerium und Gesprächen mit dem Sportlandesrat sollte sich das möglicherweise herstellen lassen. Dann muss man nur mal die Bewerbung abschicken und dann halt auch bestehen, weil auch da höre ich, gibt es ja viele Spots, die sich dafür interessieren und das eben diese tollen Events mittlerweile gerne ausrichten würden. Also das ist ja auch nicht mehr ganz einfach, dann der Venue zu sein, wo das Ganze stattfinden darf. Also, aber ich glaube, es wird gut nach Innsbruck passen oder nach Tirol. Ganz generell wahrscheinlich würde man es vielleicht auch gemeinsam mit anderen Regionen in Tirol machen. Ja, dann wünschen wir Ihnen jetzt viel Spaß unten am Start. Wird gleich hinuntergehen. Vielen Dank, Ingrid Felipe, die Landeshauptmann-Stellvertreterin von Tirol. Bei uns gibt es eine kurze Werbepause und dann konzentrieren wir uns voll und ganz auf den Start des K110 und K85. Wir sind gleich zurück. Being a passionate trail runner myself, you exactly understand what the athlete with which you are co-creating is talking about. Like, no matter what, the shoe has to hit 300 grams or less. So this was the big parameter. And then of course we said it has to be comfortable, it has to be breathable, it has to be water draining, and it has to be propulsive. Putting this special plate into the shoe, which is based on renewable carbon sources. There's so much technology in the tooling, in the midsole. It's very, very easy on the heel without taking away stability. It's amazing how much these tools then can bring you forward, can help you evolve. Ja, 22.53 Uhr in 7 Minuten ist soweit. Also man hört da unten schon, jetzt geht es so richtig ab. Also jetzt steigt die Party zum Laufen, aber volle Kanne, oder? Ja, also ich kann jetzt nur so ein bisschen nachempfinden, wie es jetzt den Läufern unten geht. Also die Aufregung wird jetzt auf jeden Fall ziemlich da sein, gerade so, wenn man jetzt in dem Startbereich steht. Aber ich muss sagen, es ist jetzt auch, man erlebt es jetzt so richtig mit, wenn jetzt die Musik an ist, die letzten 7 Minuten vorm Start, das ist einfach... Boah, ist schon cool. Also es ist so ein Mix aus allen Emotionen, die es gibt und ist einfach immer so eine richtig coole Stimmung. Ja, eigentlich würde ich jetzt fast gerne auch mitlaufen. Ja. Ja. Ich bräuchte nur noch einen Coach und eine Vorbereitung. Aber ja. Ansonsten würde es mir fast dann schon anmachen. Also ja, jetzt steigt natürlich die Nervosität, glaube ich, auch bei allen, oder? Genau, also bei allen jetzt die Nervosität sicher relativ hoch. Für jeden nochmal so die letzten Rituale so ein bisschen durchgehen. Nochmal ein bisschen in sich kehren, so was, sich darauf fokussieren, was man jetzt so vorhat und ist halt auch einfach wichtig in dem Moment und ja, vielleicht noch trotzdem ganzen Aufregung noch einen ruhigen Moment kurz finden und sich da einfach fokussieren auf was jetzt kommt. Ja, wir sehen da die Teilnehmer, die sie jetzt hier vorbereiten. Das heißt, also jeder hat so seine Ausrüstung mit dabei. Stöcke, das ist mittlerweile auch Standard, oder? Wer auch immer will? Ja, also es kommt immer mehr tatsächlich, gerade so auf die langen Distanzen ist das auch, glaube ich, ziemlich wichtig, weil du bist ja irgendwann, ich meine 100 Kilometer, wir haben es gerade gehört, irgendwann sind die Beine auch, egal wie gut du trainiert bist, an einem Punkt, wo es einfach auch weh tut und dann sind die Stöcke natürlich eine riesige Entlastung für die Beine. Also ich glaube, ab einer Distanz von, weiß ich nicht, so 65 Kilometer macht es dann schon Sinn. Bei meinen kürzeren Distanzen, ich habe die jetzt nicht immer dabei oder tatsächlich meistens nicht. Aber ja, in dem Fall würde ich das auf jeden Fall auch, glaube ich, mitnehmen, ja. Mhm. Was ist sonst noch bei dieser Ausrüstung? Ja, eben Regenjacke auf jeden Fall Pflicht, weil morgen ist ja vielleicht auch ein kleiner Regenschauer mit drin für die ein bisschen langsameren 100-Kilometer-Läufer morgen. Wie gesagt, Erste-Hilfe-Set muss einfach sein, weil mal kurz einen kleinen Sturz ist jedem mal schnell passiert. Und eben die Stöcke sind vor allem ganz wichtig und heute Nacht natürlich auch die Stirnlampe mit eventuell Ersatzbatterie. Mhm. Ja, ich weiß nicht, werfen wir den Blick wieder zum Start. Haben wir Bilder von unten, die wir zeigen können? Ja, da sehen wir, es ist,
es ist dunkel. Ja. Die Nacht ist dunkel. Also die Vorbereitungen für diese Auflage 110 Kilometer, da haben wir gerade auch gesehen, noch ein eifrig herumlaufender Alexander Bittel, der OK-Chef, der auch große Verantwortung. Und da sind sie alle aufgestellt. Eye of the Tiger wird eingespielt. Mhm. Also das jetzt geht es dann richtig ab. Ja, also Stimmung ist, glaube ich, da auf jeden Fall unten, ja. Doch, also jetzt vor allem mit dem Lied, das ist so ein Klassiker, glaube ich, oder? Der jetzt noch so ein bisschen anheizen soll und anheizen wird. Also ich glaube, da unten brodelt es, ja. Ja, da sind so, wir haben es auch gesehen, die Teilnehmer, oder jetzt sehen wir es wieder hier, die sind alle so im Pulk drin. Mhm. Aber ich glaube, da nimmt man so den einen oder anderen gar nicht mehr so wahr. Ja, man hat auch so einen Moment, wo man sich wirklich dann auf sich selber konzentriert. Davor, man klatscht dann kurz ab, sagt hier, gutes Rennen dir, aber dann fokussiert man sich doch auf sich, auf das Rennen, muss halt ein bisschen, ja, einfach auf sich schauen dann auch. Ja, da unten geht's in Kürze los. Da sehen wir aufgestellt Mann an Mann quasi, 22.56 Uhr. Und 20 Sekunden in Kürze ist es soweit, die Auflage des Adidas Terex Innsbruck Alpine Trail Festival 2021 mit den längsten Disziplinen, mit 110 Kilometer, x-tausend Höhenmeter und 85 Kilometer. Schnellste Zeit wird angepeilt über 110 Kilometer? Ja, so ungefähr bei 10,5 Stunden wird der Sieger erwartet, so zwischen 10,5 und 11 Stunden, denke ich mal. Ja, gerade noch bei uns im Studio gewesen, haben wir jetzt gesehen, Ingrid Philippe ist schon unten am Start und wir starren ja auch alle gebannt an dem Monitor. Ja. Ich bin selber ein bisschen nervös, Kim. Ja, schon, gell? Ja. Also ich kann jetzt auch gerade die ganze Zeit nicht mehr meine Augen davon nehmen, weil von mir sind natürlich auch ein, zwei Teamkollegen da ganz vorne mit dabei und dann ist es natürlich schon cool, das jetzt zu sehen und einfach ja zu gucken, dass sie gut rauskommen und da jetzt auch die erste Stunde mit dabei zu sein, mhm. Das ist jetzt schon cool, ja. Die laufen die 110er oder die ganz lange, oder? Ja, okay. Genau. Lars, das wollte ich dir noch fragen. Gibt es da irgendwelche Favoriten oder kann man das einordnen? Wir haben es gehört, es sind sehr gute, starke Läuferinnen und Läufer dabei. Mhm. Aber jetzt so richtig herausnehmen einen Favoriten, kann man das? Ja, ein, zwei Favoriten gibt es vielleicht, die sich, je nachdem ist natürlich immer eine Frage, wie kommt jemand durch über die 100 Kilometer, aber so von den bisherigen Leistungen der Adrian und der wie heißt er? Jean heißt er. Schicktanz hat sich jetzt noch nachgemeldet, der ein relativ starker Läufer ist, dieses Jahr auch zwei große 100er schon gewonnen hat und da sicherlich auch, denke ich mal, zu den Favoriten mit dazugehört. Zugehört, das über die langen Distanzen und jetzt schauen wir wieder hinunter. Es geht, glaube ich, nur noch 2 Minuten oder so und dann ist es soweit, dann wird hier der Starter folgen. Ja, genau. Der soll in Position bleiben und da freuen wir uns auf diesen Start. Es ist jetzt 22.58 Uhr und 20 Sekunden und da wird noch angeheizt. Da sehen wir also Alexander Bittel in der Mitte. Übrigens, da oben hängt die Glocke, Kim. Wenn du morgen am Sonntag als Erste hereinkommst, bitte nicht vergessen, diese Kuhglocke zu läuten. Okay, ja? Ich werde mir Mühe geben. Ist, ja, genau. Wir haben sie extra, zuerst war sie richtig hoch, die ist mir kaum hinaufgekommen. Ja. Aber da ist jener Punkt, wo dann die Siegerinnen und Sieger eben läuten werden. Es wird, glaube ich, nochmal jetzt so richtig angeheizt. 22.59 Uhr. Jetzt haben wir genau noch 1 Minute. Ein schönes Bild. Also ich schaue mir das gerne so an, wenn wir also jetzt dann gleich die vorbeibrausen sehen und Lars, die rennen ja nicht langsam los. Nee, also der erste Kilometer ist meistens viel zu schnell für so einen langen Wettkampf, aber kenne ich aus eigener Erfahrung, da läuft man einfach erstmal los am Anfang. Ja, da sind wir jetzt gespannt. Also, jetzt der Final Countdown unten in der Area und die Frau Landeshauptmann Stellvertreterin hat schon mal die Pistole in Anschlag genommen und wird jetzt dann hier abballern. Und genau 23 Uhr in 30 Sekunden ist es soweit. Ja, super, dass wir hören, so viele mit dabei sind und sich mit uns diesen Livestream hier ansehen. Jetzt sind wir dann schon gespannt, ob wir in der Nacht auch ein paar Bilder sehen. Ja, wir haben ja zum Glück ein paar Läufer mit dabei, aber jetzt lasse ich erstmal den Countdown runterlaufen hier. Ja. Genau.
Olli, oh, das ist herrlich. Genau das sind Impressionen, die wir hier miterleben können. Und das sind die Startbilder, die wir also hier sehen. Da geht's hinaus, da ist das Gedränge noch. Ja, das ist cool. Laufen alle gemeinsam eigentlich, 110 und 85? Ja. Also, die sind da miteinander unterwegs. Das ist der Start. Über 110 Kilometer und über 85 Kilometer. Ja. Und auch etliche Zaungäste, wahrscheinlich von Meiseke. Und das ist unsere GoPro-Kamera. Und das ist der Lino. Und der hat immerhin ungefähr 7 oder 8 Kilo am Buckel. Jetzt habe ich gesagt, ey Lino, wie machst du das? Vorne weg wird der Beste laufen. Hat er gesagt, geht schon. Ja, muss er hinterherkommen jetzt. Das ist die große Herausforderung für ihn. Ja, er wird ein paar Kilometer mitrennen. Also hat man dann gesagt, er wird sich einteilen, wenn es geht. Und wenn wir natürlich Bilder haben, so wie im Moment, dann wird er sich einteilen. Dann läuft er einige Kilometer mit, dann macht er eine Pause, geht auf eine andere Position. Ich finde das schon cool, du? Ja, vor allem hat er einen ziemlichen Stechschritt gerade hier drauf. Also das sieht schon sehr schnell aus. Ja, wir haben ihn ein bisschen gehetzt und haben zu ihm gesagt, kannst du nicht so quasi von vorne, renn du ganz vorne und Kamera nach hinten. Ja, er nimmt es ziemlich ernst, ja. Ja, also es ist schon, geht da schon schnell raus jetzt. Ja, der erste Kilometer, denke ich mal, geht schon fast mit 4 Minuten oder sowas weg oder knapp drüber. Ja, also das ist schon am Anfang ein echt hohes Tempo, bis man hinten dann aus Innsbruck da raus ist. Ja. Ja, seit 23 Uhr jetzt wird gelaufen und es ist auch eine Premiere für uns, diese Live-Übertragung, dieser Livestream. Wir versuchen, möglichst Bilder zu liefern. Wir werden vor allem auch in der Nacht dann ohne Live-Rucksack unterwegs sein. Da werden wir dann in den verschiedenen Trails Bilder produzieren, die wir dann morgen zeigen können. Da läuft die Zeit da runter, wie viel Zeit wir noch haben, quasi auf der Karte. Ja. Ja, wir zeichnen mit auf. Aber ich glaube, das ist jetzt schon ganz cool, weil so jetzt wirklich dabei zu sein, jetzt ganz vorne und da auch mal ein bisschen dabei zu bleiben, ist schon für viele cool, weil das erlebst du ja auch nicht alle Tage. Ich meine, wenn du da zuguckst, dann stehst du halt kurz dran an der Seite und dann ist er halt auch wieder weg. Und so ist es jetzt schon mal irgendwie spannend, da ein bisschen dabei bleiben zu können. Also, ja, der Christian Jost, unser Produktionschef hier, wir haben schon gesagt, oder ich habe zu ihm gesagt, hey, nächstes Jahr brauchen wir da unbedingt 6, 7 solche Kameras, die unterwegs sind. Da können wir das Ganze ein bisschen steigern. Also der Versuch, der ist auf jeden Fall sicher, dass er funktionieren wird. Wir haben ein super Studio, wir haben tolle Bilder. Ich wäre ganz ehrlich jetzt schon fertig, weil der läuft wirklich, glaube ich, sogar unter 4 Minuten. Man sieht hier auch einen extremen Angang. Also da, ja, wenn er jetzt als Kameramann hier so dazwischen laufen kann, da ist so weit hinter ihm wahrscheinlich dann auch noch eine ziemliche Lücke erstmal. Ja. Und das ist wirklich, sagen wir mal, ein sehr offensives Angehen von dem Lauf. Und muss sich zeigen, ob das ausgeht, wenn er so angeht. Aber erstmal scheint das machen zu können. Ja. Ja, für alle jene, die vielleicht jetzt dazu geschalten haben und denken, was kommt denn da im Fernsehen gerade momentan oder was man auch im Stream sieht. Wir sind mittendrin in der Anfangsphase des K110 und K85 beim Adidas Terex Innsbruck Alpine Trailrun Festival. Und wir dürfen hier Bilder zeigen. Wir haben dann einen Kameramann bei der Stephansbrücke auch platziert. Das heißt, wir können da auch Bilder dann bringen, wie sie über die Brücke laufen. Wird, glaube ich, auch ganz cool. Ja, ist also nochmal ein schöner Spot, einfach wenn die Läufer über die Brücke kommen. Ja, sorry. Jetzt sieht man, wie viel Lücke ist. Ja, es ist also gerade ganz spannend. Eine übelste Lücke rausgelaufen. Ja. Also wenn man hier schaut, wo die nächsten Läufer kommen. Ja. Ich nehme an, dass der Lino jetzt schnaufen muss, verschnaufen. Wir können, glaube ich, ihn unterschalten. Ich glaube, wir haben noch ein Interview vorbereitet. Also, dann geht es wieder ab zur Wiki zwischendurch mit dem OK-Chef, nämlich mit Alexander Bittel. Den haben wir da gesehen. Aber jetzt warten wir noch ganz kurz, weil wir sehen hier, das sind also quasi die Verfolger. Ja. Die wir da sehen, das ist super, macht das der Lino. Also da können wir vorne weg, hast du... Ja, also das ist 30 Sekunden Lücke oder sowas auf dem ersten Kilometer. Also die wir also hier haben. Extrem offensiv angegangen, die ganze Sache, ob das geht oder nicht. Und ob der Lino jetzt da wieder drankommt an den ersten, war ich auch fast zu bezweifeln. Aber das möchte jetzt auch nicht, dass er da... Ist ja eher auch interessanter, wenn so ein bisschen mehr noch Verfolger im Feld sind. Ja.
Aber da haben wir natürlich schon einige ganz hervorragende Läufer, die da ein super Tempo angehen. Ja. Also, ja. Auch er hier, also ich meine, er ist jetzt auch nicht gerade langsam unterwegs, im Gegenteil, macht auch super schöne große Schritte, aber dass da jetzt schon so eine krasse Lücke drin ist, also da, ja, ist schon spannend. Also das ist halt das Coole jetzt an dieser langen Distanz, dass da halt trotzdem eigentlich noch alles offen ist. Also ist jetzt nicht wie bei meinen 25 Kilometern, wenn da jemand so hart nach vorne prescht und dann auch erstmal vorne bleibt, dann ist das Ding manchmal sogar schon geritzt, aber hier kann halt noch so viel passieren, deswegen ist das echt spannend, ja. Wir geben zum Organisationschef, zum Boss der Laufwerkstatt. Der ist unten bei der Viktoria, nämlich Alexander Bittel, und der wird jetzt auch schon ein bisschen gelöst sein. Also schalten wir ihn unter. Genau, er schaut schon sehr gelöst aus. Alex, du hast den Start natürlich auch voller Spannung mitverfolgt. Wie geht es dir eigentlich als Veranstalter beim Start? Ja, also ich glaube, bei mir fängt es jetzt gerade an. Also jetzt, oder, müssen die Leute die Strecke finden und alle gut durchkommen. Und ja, also bei mir ist jetzt die Spannung gerade am höchsten. Das, glaube ich, ist auch ein sehr emotionaler Moment. Und es hat wirklich eine stattliche Mannschaft von Ultraläufern hier den Startbereich verlassen. Erfüllt einen das auch ein bisschen mit Stolz? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich glaube, das, was wir da in Innsbruck geschaffen haben, als größtes Event in Österreich und auch im Dachraum eines der größten, also das zweitgrößte, das ist nach 5 Jahren eine phänomenale Leistung, und ja, das macht dann schon stolz. Und ich sage, da steht natürlich ein Team dahinter, das, ich bin ja nur ein kleines Gesicht nach vorne, aber da ist eine Mannschaft dahinter, die das ermöglicht, eine gute Mannschaft. Da hören wir schon den Jubel aus der Menge. Du hast einen ganz persönlichen Fanclub mitgebracht, zu Recht. Also auch von unserer Seite können wir nur die höchsten Komplimente aussprechen. Und ihr habt das Ganze jetzt zum 6. Mal bereits veranstaltet. Was hat dich damals vor 6 Jahren dazu veranlasst, dieses großartige Event in die Welt zu rufen? Ja, es war in der Geschichte ein Teamlauf mit 200 Leuten um Innsbruck. Da bin ich mit dem Ballon vorausgelaufen und 200 Verrückte hinter mir. Und ja, man hat halt einfach gesehen, dass das nicht mehr wachsen kann und dass eigentlich ja, das Format geändert werden muss. Und da haben wir uns entschlossen, oder, das Ganze als Einzelbewerb quasi da durchzuführen. Und dann ist es abgegangen eigentlich. Gell? Schon im ersten Jahr haben wir 900 Läufer gehabt und waren ausverkauft. Und dann geht es auf 1500, 2500, 3000. Letztes Jahr haben wir 3900 Anmeldungen gehabt. Also es ist einfach aus dem Boden geschossen. Ja, eine grandiose Erfolgsgeschichte, die noch lange nicht am Ende ist. Und wir freuen uns auf die nächsten Jahre vom Adidas Terex Innsbruck Alpine. Ja, der Wiki taugt auch, das merken wir da unten, und natürlich auch dem Alexander Bittel. Wir freuen uns, dass wir da Bilder sehen, da schalten wir gleich wieder hinaus, würde ich sagen, oder? Ja. Können wir ein bisschen mitkommentieren von der Strecke, wo momentan in der Anfangsphase die Athleten unterwegs sind. Da ist er am Bankomat vorbeigelaufen, glaube ich. Ja, also, dann fassen wir mal diese ersten Momente zusammen. Wir haben sehr hohes Tempo gleich, wo er losgelaufen ist. Ja, auf jeden Fall. Also hat man ja gesehen, die Riesenlücke, und wirklich in einem extremen Tempo rausgegangen am Anfang. Mal schauen, wie lange das gut geht, ob das gut geht. Aber das wird einfach die Länge des Rennens zeigen. Die Länge, ich meine, das waren jetzt 2 Kilometer. Also 109 haben sie noch oder 108 noch vor sich. Das ist, muss das im Kopf aufverarbeiten können. Ja, also ich glaube, man darf sich da gar nicht auf die ganze Distanz einlassen vom Kopf her, sondern muss das wirklich in Abschnitte sich unterteilen. Also von Verpflegungsstation zu Verpflegungsstation sich einteilen, von Anstieg zu Anstieg einteilen und das Große und Ganze zwar im Blick haben, aber jetzt nicht so nach dem Motto, oh, ich habe noch 77 Kilometer oder so, sondern wirklich nur 8 bis zur nächsten Verpflegung, dann habe ich wieder was zu essen, wieder was zu trinken, dann 12 bis zur nächsten Verpflegung. Also sich die Sache wirklich so in Abschnitte einteilen, ist da das Beste. Ja, ich habe da mit dem Simon auch geredet, weil wir gesagt haben, ja,
Stephansbrücke, da werden wir dann Kamera positionieren, sagt er, wir müssen mit GoPro rennen, weil Trails sind, oder ist ganz was anderes, also die Trailsportler möchten das ja auch. Man sieht es ja gleich, also die sind schon weg von der Straße, jetzt geht es schon hinauf. Und vor allem, da kommt in der Nacht noch ganz was anderes auf sie zu. Also wenn es dann runtergeht, da hängen Trails, da muss man schon aufpassen. Ja, vor allem, also wenn es jetzt noch komplett dunkel ist, du hast ja wirklich nur diesen Kegel von der Lampe, der da vor dir ist. Also ich glaube schon, dass man da einen Ticken konzentrierter laufen muss, als wenn es hell ist. Vor allem im Downhill würde ich jetzt sagen, ich kann jetzt aber auch nicht aus Erfahrung sprechen, weil ich bin noch nie durch die Nacht gelaufen. Also es schaut schon irgendwie auch cool aus. Also es ist schon... Ja, volle. Ja. Also wenn wir das uns hier ansehen. Ja. Es gibt ja eine Veranstaltung, die hat mittlerweile einen unglaublichen Kultcharakter schon. Und da hat man ja auch alles live übertragen über mehrere Tage. Also da sieht man auch den Sport, wie er wirklich ist. Ja, absolut. Also ich glaube je mehr das jetzt kommt mit diesen Live-Übertragungen, wo man die Leute einfach komplett mitnehmen kann, auch durch die Nacht, weil das können sich bestimmt auch viele einfach nicht vorstellen, wie das so abläuft. Das ist schon cool, da hautnah mit dabei zu sein und da einfach im Grunde mitlaufen zu können. Macht einfach schon Laune, dazu zu gucken. Mhm. Ja. Wir haben jetzt auch wieder gesehen, die einen laufen so hinauf, die anderen nehmen schon die Stöcke. Also da jeder, wie er es will. Oder? Genau, jeder hat da seine eigene Präferenz, wo er Kraft sparen kann. Sollte man Kraft sparen auf die lange Distanz, also gerade hier schon teilweise die Stöcke auch gerne mit dazu nehmen beim Laufen und spätestens am steilen Anstieg dann nach der Siegschlucht auf jeden Fall. Ja, jetzt im ersten Teil, die ersten paar Kilometer sind die Anforderungen jetzt noch nicht so groß, aber dann geht es so richtig rauf. Genau, dann Richtung Mutterer Alm geht es das erste Mal richtig steil hoch für die 80er und die 110er. Und man sollte jetzt halt den Anfang auch nicht überziehen, die Siegschlucht hoch. Das bietet sich an, da ein bisschen zu viel auf dem Gas zu bleiben. Und das rächt sich dann im Anstieg auf jeden Fall. Ja, bis 23 Uhr, bis 0 Uhr werden wir hier live mit dabei sein und haben schon einige Eindrücke zeigen können und werden auch dann bei der Stephansbrücke wieder Impressionen zeigen. Und die haben schon ein fettes Tempo, also da hinauf. Das heißt, unser Lina, der da mitrennt, der muss sich schon ordentlich sputen mit den 8 Kilo. Und was man sieht, du hast es auch gesagt, da sind richtig Fans an der Strecke und jubeln zu. Ja, vor allem das, was man jetzt gerade so ein bisschen gesehen hat, war ja wirklich, also da war sogar eine Musikbox und einfach auch Leute, die da ein bisschen Stimmung machen. Und ich glaube, das ist zwar jetzt noch sehr früh im Rennen, da sind die Leute jetzt eh noch frisch, aber gerade wenn das Rennen jetzt ein bisschen gelaufen ist und gerade wenn es in der Nacht ist, wo jetzt nicht die meisten Zuschauer wahrscheinlich an der Strecke stehen, da macht das einen wahnsinnigen Unterschied, wenn du da dann so eine einfach coole Leute hast, die da Bock drauf haben anzufeuern. Also ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber mich schiebt das enorm. Also da geht dann kurz mal alles von selber sozusagen. Das ist schon cool. Ja. Geht dann lockerer. Ja, auf jeden Fall. Von der Laufsohle. Wie war das eigentlich, wenn du dann um 23 Uhr startest, wenn es dann so in den Morgen hineingeht? Ja, also auf den Morgen freut man sich, also, weil es wird hell, es wird oftmals ein bisschen wärmer dann wieder und es ist für einen, ja, man startet einfach einen neuen Tag und den Tag, wo man dann über unterwegs ist, ist erstmal egal, weil es ist dann Tag, man hat eh kein Gefühl so für die Uhrzeit und deswegen ist so dieser Moment, wo es wieder hell wird, wirklich auch ein spannender Moment oder auch ein motivierender Moment, weil man hat die Nacht überwunden, man weiß, jetzt habe ich die ersten 7-8 Stunden durchgekriegt. Ich finde, bei so Nachtrennen, man läuft eh ohne Zeitgefühl. Also wenn mich da einer anhält, fragt, wie viel Uhr ist denn jetzt, dann kann ich nicht sagen, ob es 2 Uhr, 4 Uhr oder man ist irgendwie komplett raus aus der Geschichte. Man ist von der Dunkelheit da verschluckt, läuft nur, wie du sagtest, mit seinem Lichtkegel und hat irgendwie so gar kein Zeitgefühl mehr. Das ist ja, der fetzt da hinunter. Ich hoffe, der Lino hat auf Aufnahme gedrückt, weil dann können wir uns die Bilder morgen am Land sehen, in der Früh. Also man muss schon sehr konzentriert sein. Klar, also auch gerade er mit der Kamera auf jeden Fall, aber auch als Läufer darf einfach so früh im Rennen auch noch gar nichts passieren. Ich meine eigentlich auch die Athleten, also vor allem jetzt eben, wie du gesagt hast, jetzt geht's noch, aber wenn es dann ganz schwierig wird, da muss man schon sehr aufpassen. Ja, vor allem auch, ich glaube, je länger du halt läufst natürlich, du bist ja auch irgendwann echt auch müde und einfach auch nicht mehr so konzentriert wie jetzt. Und ich glaube, dann zählt es noch viel mehr, dass man konzentriert läuft. Dann ist es zwar für viele auch schon hell, aber... Also bei mir ist es ganz oft so, wenn die ersten Ermüdungszeichen kommen, dann kann so ein Stein, der auf dem Weg liegt, schon auch mal zur Falle werden. Also man muss schon konzentriert laufen auf jeden Fall, ja.
Ja, 2020 hat es diese Auflage natürlich auch gegeben, wir haben es ja gehört, zum sechsten Mal, und da haben wir einen tollen Film gemacht mit den Highlights von 2020, würde ich sagen, den schauen wir uns einfach noch einmal an, blicken wir hinein, es sind ja viele dazugekommen, jetzt, die bei der Live-Übertragung dabei sind, also Impressionen aus dem vergangenen Jahr. In a year without trail races, we did everything we could to give you something to dream for, to train for, to give you this one chance to get this special feeling before the start. And to make dreams come true. Through darkest night and steepest climbs, with only one aim, to keep moving forward. Mittlerweile 23.16 Uhr, also seit knapp einer oder etwas mehr als einer Viertelstunde, läuft hier der Bewerb über die 110 Kilometer und über die 85 Kilometer. Wir haben ein Stück schon begleiten können. In Kürze wird man dann bei der Stephansbrücke ankommen und da können wir mit der anderen Live-Kamera, die wir haben, Bilder natürlich liefern. Es ist losgegangen, wir haben schon darüber geredet, also jetzt schaut man mal als allererstes, dass ja nichts passiert, also dass jeder gut über die ersten Kilometer kommt. Wie schaut es eigentlich verpflegungsmäßig aus? Wann nimmt man dann was zu sich? Wann beginnt das? Ja, man sollte von vornherein anfangen, sich da gut zu verpflegen. Also wenn man sagt, okay, 50 Gramm Kohlenhydrate in der Stunde sind so 1,5 Gels ungefähr, von diesen Gelpäckchen, wo es gibt, wo man nehmen sollte, sollte man früh genug anfangen, also direkt von der ersten halben Stunde, der ersten 40 Minuten an, um gleich nie in dieses Loch reinzulaufen, wenn man dann auf einmal Essen braucht, weil hinten raus wird es eh für jeden schwierig, das noch reinzukriegen. Mhm. Und deswegen von Anfang an muss man einfach dranbleiben. Über die langen Distanzen ist logisch, dass man ordentlich Verpflegung mitnimmt, wie es über die kurzen Distanzen? Schon auch, also nicht so, natürlich nicht so eine Masse, aber ich nehme schon auch Gels zu mir, es kommt ein bisschen drauf an, also bei dem 25er jetzt habe ich so ein Trinkpulver, was ich nehme, also dann nehme ich keine Gels, weil ich einfach auch jetzt nicht der größte Gel-Fan bin, wenn ich darauf verzichten kann, dann tue ich das auch, aber ja, also wenn ich 40 Kilometer, 45 laufe, da sind schon auch dann mindestens so 4 bis 6 Gels im Laufrucksack drinnen, also schon auch eine Menge, die man da in sich reinstopfen muss, ja. Ja, wir sehen zwar immer wieder auch Bilder, aber es flackert dann. Das hat mit dem Signal auch zu tun, wo man gerade ist, also wo man mit der GoPro unterwegs ist. Wir freuen uns dann auf die Bilder
von der Brücke, die kommen wird, jetzt können wir es wieder mitverfolgen. Ja, ja. Also wir haben schon Eindrücke und Impressionen und der Lino hält sich noch ganz gut. Also der läuft dahinter, der Spitze oder mit Spitze da mit. Wie ist eigentlich, wie habe ich einen Plan über die 110 Kilometer als Athlet? Wie schauen wir das an? Ja, also ich mache mir immer so einen ungefähren Plan oder auch die Athleten machen sich so einen ungefähren Plan, welche Uhrzeit sie ungefähr wo sein wollen. Das ist natürlich bei so einem Lauf jetzt nicht auf die Minute anrechenbar, sondern so im 5-Minuten-Radius macht man sich da schon so ein bisschen Gedanken, wann man da sein will und hat aber möglichst vielleicht noch einen B-Plan oder C-Plan, wenn der A-Plan nicht mehr so gut funktioniert und teilt das sich so ein bisschen ein, ja. Lars Schweizer bei uns im Studio, selber Athlet über lange Distanzen und auch Coach. Wie heißt von euch euer Coaching-Unternehmen? Michael Ahren Training heißt die Firma. Genau, und da sind über 200 Athleten mit dabei. Ja, wir blicken auch immer wieder auf den Monitor und Kim Schreiber wird selber laufen am Sonntag. Bist du jetzt so richtig drin momentan in der Saison? Weil du zu mir gesagt hast, ja, du nimmst alles noch mit, was noch kommt. Ja, doch, also tatsächlich dadurch, dass die ganzen Rennen jetzt so ein bisschen nach hinten geschoben wurden, ist irgendwie die Saison noch, normalerweise ist September schon so ein bisschen bei mir dann Ende oft, aber in diesem Jahr ist es eigentlich, wir sind eigentlich mittendrin. Also ich habe jetzt diesen Sonntag, letztes Wochenende hatte ich einen Wettkampf, übernächstes habe ich auch einen, also da kommt jetzt noch einiges und ich muss auch sagen, das finde ich auch sehr gut. Also ich habe noch richtig Lust, weil eben bisher noch nicht so viel stattgefunden hat. Jetzt kommt ja der Altweibersommer, also das Wetter sollte da schön sein, ja. Nicht zu heiß. Genau. Also von dem her, was liebst du für Temperaturen und Wetter? Mir kommt es sehr entgegen, wenn es nicht zu heiß ist. Also ich bin tatsächlich eher der Schlechtwetterläufer. Also so ein bisschen. Echt, wenn es regnet und so? Darf es gern auch, ja. Okay. Also wenn es warm genug ist, dass es regnet, dann ja. Also sagen wir mal so 15 Grad und so neblig und so, das ist perfekt. Ich bin eigentlich ein Herbstsportler, glaube ich. Also so Temperaturen über 25 Grad, da kannst du mich mit jagen. Das ist furchtbar. Also wenn es regnet, dann kann ich leider mit dir die 20 nicht laufen. Ja, okay. Dann bleibe ich bei den 7, weil dass die Schuhe schön bleiben. Wie ist es bei dir, Saisonverlauf oder was machst du noch? Ja, dieses Jahr ist jetzt eigentlich rum von der Saison her. Ich bin Ende Juli den Großglockner die 80 Kilometer gelaufen, also auch eine lange Distanz unterwegs gewesen. Jetzt für dieses Jahr ist eigentlich durch und mal schauen, nächstes Jahr eben hier die 100 vielleicht. Da fängt jetzt dann auch bald die Vorbereitung dann drauf an. Großglockner, super schöne Veranstaltung. Ja, ja, auch beeindruckendes Gelände, schöne Veranstaltung. Auch zum Glück geklappt dieses Jahr, relativ kurzfristig dann auch die Zusage gekommen, irgendwann mal im Juni. Also schön, dass es geklappt hat auf jeden Fall. Ja. In wenigen Minuten werden die Athleten bei der Stephansbrücke die ersten eintreffen und dort werden wir sie wieder in Empfang nehmen. Um 23 Uhr hat heute alles begonnen, bereits gestern hat es zwei Bewerbe gegeben, nämlich über eine kurze Strecke, 7 Kilometer, der Business Trail und zum anderen der Night Trail über 7 Kilometer. Und auch da können wir von diesem K7 Night Trail auch noch einmal einige Bilder ansehen.
77 Jahre jung ist die Dame, die wir hier jetzt gesehen haben, die also ins Ziel gekommen ist. Ja, um einiges jünger sind die Teilnehmer, die jetzt auf der Strecke unterwegs sind. Auf den ersten Kilometern über die K110 und K85. Morgen gibt es dann noch verschiedene andere Distanzen. Genau, morgen haben wir noch den 42er auf dem Plan, wo auch ein relativ starkes Starterfeld auch im Start sein wird. Da geht es um 8 Uhr. Um 8 Uhr ist der Start, den wir live übertragen auch. Und dann K65? Genau, der 65er ist morgen noch, der ist glaube ich 10.30 Uhr Start, so wie ich es im Kopf habe. Und dann am Sonntag noch die zwei anderen Wettbewerbe. Ja, das ist ja für das Organisationsteam, da muss man auch irgendwie einen Überblick behalten können. Ist auch nicht so leicht, glaube ich. Nee, also ich glaube, das ist wahrscheinlich dann die Herausforderung, so ein bisschen vielleicht der kleine negative Aspekt, wenn du so viele Distanzen anbietest, dass das alles irgendwie dann organisatorisch klappt. Aber ich glaube, nach 6 Jahren, wo das jetzt schon läuft, das Event, haben sie das ganz gut im Griff, also offensichtlich. Und ja, also ist schon einiges, was die Jungs und Mädels da auf die Füße gestellt haben. Ja. Aber natürlich auch lässig dann im Ziel, da kommt der eine über 110, der andere über 85. Also es fühlt sich dann und dann ist richtig, können viele Geschichten erzählt werden. Ja, und den ganzen Tag ist auch irgendwie ein bisschen Action im Ziel. Also die 80er kommen ja nach und nach rein, die 100er kommen da nach und nach rein, dann kommen irgendwann die 40er mit dazu, die 65er mit dazu. Also es ist immer was los und die ganze Zeit läuft jemand ins Ziel einfach ein. Also von der Stimmung her, das ist eine große Community, also so die Trailrunner, das ist ja eine große Familie, kann man das auch sagen? Ja, das kann man so sagen, auch was wir vorhin gehört haben, dass halt, wenn auf der Strecke was passiert, da ist es dann, natürlich läuft man gegeneinander und jeder macht sein eigenes Ding, es ist ja doch ein Einzelsport, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass in unserem Sport, dass man anders zusammenhält und anders zusammen, irgendwie auch zusammenläuft und nicht nur dieses Einzelkämpfer-Ding, der sich durchsetzt und das ist irgendwie auch das Schöne dran, finde ich. Gibt Superstars der Szene? Ja, also kennt man ja die großen Kilian Jornet, Jim Walmsley, François Dehaene. Also man kennt schon die Superstars, Nick Courtney, Dorwalter, wo jetzt ein UTMB auch gewonnen hat. Also die Superstars gibt es natürlich, aber sie sind, ich würde mal sagen, greifbarer wie jetzt in anderen Sportarten. Also man kommt doch näher hin, es ist doch auf der Strecke nicht mehr so der große Unterschied, ob da jetzt sozusagen ein Superstar läuft, sondern man ist trotzdem ein bisschen mehr einfach zusammen auf der Strecke, weil für jeden gilt erstmal diese Distanz überhaupt bewältigen zu können einfach. Von den Nationen her, was sind da die führenden Nationen? Frankreich, Italien, Spanien auf jeden Fall. Ja, nach dem UTMB ist Frankreich relativ groß mit dabei, wo über alle Distanzen eigentlich top vorne besetzt waren. Die Spanier relativ gut dabei, aber es gibt auch gute Läufer hier aus dem Dachbereich einfach. Mhm. Ja. Deutschland hat Top-10-Läufer? Ja. Also von dem her schon sehr stark auch. Gibt es Trails in Deutschland große oder Veranstaltungen? Gibt es einige oder nicht so viele? Ja, der Zugspitz Ultra ist ein relativ großer Trail mit auch an die 3000 Teilnehmern. Und Chiemgau war letzte Woche, wo auch Teil der Golden Trail Serie weltweit auch war. Also es gibt auch da den einen oder anderen größeren Wettbewerb. Ja, wir haben schon über die Ernährung auch geredet. Wie oft muss ich eigentlich trainieren, dass ich so leistungsmäßig solche Läufe absolvieren kann? Ja, also ich trainiere täglich. Ich weiß nicht, wie ihr das mit euren Athleten macht. Das handhabt jeder Coach auch oder jeder Athlet auch so ein bisschen unterschiedlich. Ich laufe tatsächlich täglich, außer jetzt in der Wettkampfwoche. Da ist dann ein Tag meistens lauffrei, aber ja, ich trainiere tatsächlich täglich, auch mal mehrmals täglich. Also da kommt schon einiges an Trainingsstunden zusammen, ja. Die Laufwerkstatt federführend und Hunderte helfen mit, damit dieses Adidas Terex Innsbruck Alpine Trailrun Festival so gut abläuft. Viele Partner haben wir mit dabei und ich würde sagen, wir geben nochmal ab kurz in die Werbung und sind dann für die finale halbe Stunde wieder zurück.
Ja, Innsbruck als Laufstadt allemal, das kann man sagen. Heute an die 250 Läuferinnen und Läufer oder derzeit unterwegs seit 23 Uhr. Morgen sind es weit mehr über die anderen Distanzen der 42er. Da sind sehr viele mit dabei, aber ist immerhin ein Marathon und man läuft auch viele Höhenmeter. Lars. Ja, also vom Höhenmeterverhältnis hat er gleich viel Höhenmeter wie der 60er. Also darf man nicht unterschätzen den Marathon und sind trotzdem 700 Starter stehen auf der Liste. Also auch richtig stark besetzt. Mhm. Du eher der 20er oder 25, so ein Marathon? Ich wäre tatsächlich gerne den Marathon gelaufen eigentlich, aber ich hatte letztes Wochenende schon 45 Kilometer als Wettkampf. Deswegen habe ich mich jetzt dieses Jahr zum dritten Mal für die 25 entschieden, was auch schön ist, weil man die Strecke halt kennt und irgendwie ja vielleicht die eigene Zeit ein bisschen nochmal überbieten kann. Das wäre ganz cool. Aber Marathon ist schon auch eine Distanz, die mir sehr taugt, ja. Jetzt ist ja die Zeit eines, wo man immer drauf schaut, die Platzierung des anderen. Mhm. Was sind so deine Top-Platzierungen? Ach, das alles, also letztes Wochenende zum Beispiel bin ich Top 10 gelaufen bei einem internationalen Feld, was für mich ein super Erfolg ist. Mhm. Dieses Wochenende liebäugle ich natürlich schon mit Top 3, hoffe ich mal, dass drin ist. Boah, das kommt ein bisschen drauf an, wie das Starterfeld ist, ob da internationale Leute dabei sind und so, aber natürlich versuche ich, das möglichst Beste rauszuholen bei jedem Wettkampf. Also wenn es Top 3 ist, dann sage ich nicht Nein dazu natürlich. Ja. Kim, du kombinierst das Ganze, ja, einmal das Sportliche, dass du selber läufst und zum anderen du schreibst darüber, eine gute Kombination. Eine perfekte Kombi, ja. Also ich schreibe sehr viel über auch andere Sportler und so gerade Sportpublizistik ist so mein Fachgebiet und das ist einfach interessant, wenn ich die eine Leidenschaft mit der anderen kombinieren kann und das klappt so weit ganz gut und es gibt viele Themen, die ich da auch ansprechen möchte, sowas wie Nachhaltigkeit im Sport, haben wir ja vorhin auch hier gehört, wird immer wichtiger und da kommt so einiges, wo es auch noch einiges zu sagen gibt und ich hoffe, das kann ich noch eine Weile weiter so machen, ja. Die Nachhaltigkeit, wenn wir über das Thema nochmal reden, auch, das kann man natürlich beim Traillern perfekt umsetzen. Man ist im Gelände, man ist auf dem Berg oder in den Trails, also von dem her das Beste, was man überhaupt machen kann. Ja, man sieht das ja auch von der Technik heutzutage, dass so ein Event halt zum Beispiel von einer Drohne gefilmt wird, von einem E-Mountainbike-Fahrer, der hinterherfährt, von einem Läufer, der hinterherfährt und vielleicht nicht dann unbedingt durchgängig von Hubschrauber begleitet werden muss. Also da hat sich halt auch schon einiges getan in dem Bereich. Was hier auch sehr schwer ist, weil es natürlich eine Flugschneise ist, Flughafen Innsbruck. Also da kann man schon mit dem Mountainbike auch eine Runde drehen und dann Bilder liefern. Du bist als Coach unterwegs. Wie bereitet man so Einsteiger vor? Wie ist man da dann dabei und schaut ein bisschen? Ja, man muss dass sie halt, sich wohlfühlen. Genau, man muss jemanden abholen, wo er herkommt, was er mitbringt, so von Umfängen, was jemand laufen kann. Und dann muss man halt zielweisend auf so ein langes Event zum Beispiel immer mehr aufbauen, also Umfang langsam steigern, schauen, wie jemand verträgt, eventuell mit Alternativsportarten Radfahren, versuchen den Umfang einfach zu steigern und schauen, was jemand lauftechnisch, laufbelastungstechnisch auch einfach ab kann, um jemand hierher zu kriegen bei so einem Event. Aber wenn jemand jetzt 100 Kilometer oder 110 Kilometer sogar in Angriff nimmt, muss er das ganze Jahr trainieren. Also das heißt, er muss im Winter auch weitermachen. Oder? Ja, also man muss auf jeden Fall das ganze Jahr über dranbleiben. Man kann die Umfänge ein bisschen runterziehen und ein bisschen an der Geschwindigkeit arbeiten zum Beispiel. Aber spätestens Richtung Frühjahr muss man dann einfach wieder die Umfänge hochkriegen, um einfach auch die Laufbelastung dann abzukönnen in so einem Wettkampf. Es gibt ja einige, wenige wahrscheinlich, die dauernd so lange Distanzen rennen. Was ist gesund? Wie viel pro Jahr? Kann man das machen? Oder? Ja, das liegt ein bisschen an der Intensität, wie man die läuft. Also wenn man die auf Vollgas läuft, gibt es sicherlich so zwei große, die man so als Fokus setzen kann. Vielleicht drei große, also bei 100 Kilometer Läufen zum Beispiel, maximal zwei würde ich als Fokus setzen. Aber wenn man dann noch zwei, drei, ja so im 60 bis 80 Kilometer Bereich mit niedriger Intensität sammelt, um einfach für die Großen den Umfang zusammenzukriegen, kann man das schon machen. Kann man das machen? Wie jetzt heute Nacht, man hat die Verpflegung dabei, man hat die perfekte Ausrüstung, auf die man natürlich schauen muss. Soll man sich was kosten lassen, das Ganze, weil man braucht ja gute Schuhe, man braucht eine gute Kleidung und das alles.
Ja, also gespart ist hier am falschen Ende, wenn man hier sagt, also die Lampe muss absolut top sein. Man braucht das Licht auf jeden Fall, spätestens im Downhill braucht man das einfach. Und auch von den Schuhen her, das muss einfach passen, man muss einen guten Halt drin haben. Und da darf man einfach dann nicht am falschen Ende sparen. Ich nehme an, also man braucht schon Schuhe, vor allem für die Gelenke, weil die werden ja richtig beansprucht. Ja, und auch die Füße. Also ich bin froh, dass ich da mit Terex jetzt Schuhe habe, die mir auch passen, weil ich meine, ich stehe jeden Tag in diesen Schuhen, wenn auch sogar zwei oder dreimal. Wenn ich da an den Schuhen sparen würde, dann hätte ich einfach über kurz oder lang mehrere Baustellen. Und deswegen, also ich glaube, wenn es beim Laufen was ist, was wichtig ist, dann sind es die Schuhe. Ja. Gibt es wieder Tage, wo du mehrere Einheiten läufst? Ja, definitiv. Also zwei Einheiten gibt es öfters, drei gibt es ganz, ganz selten auch mal. Ja, kommt schon vor, ja. Laufen macht süchtig? Ja. Kann man schon sagen, oder? Also wenn ja, man oder zumindest Sport macht auf jeden Fall süchtig. Ja. Ja, wir warten noch auf die Bilder. Dann von der Stephansbrücke, dort kommt man nach 7 Kilometer an. Also wenn man den Streckenverlauf, vielleicht können wir da auch noch mal kurz Lars drüber reden. Du kennst ja die Strecke, bist sie gelaufen. Wo ist am härtesten? Ja, also ich denke mal, der erste steile Anstieg, der jetzt zur Mutteralm kommt, ist wirklich nicht zu unterschätzen. Dann im hinteren Teil das Flachstück noch durch Hall. Ist nochmal relativ zäh, vor allem wenn es morgen Vormittag eventuell nochmal warm wird, nochmal sonnig wird. Und dann eben der letzte finale Aufstieg zum Patscherkofel, was auch nochmal an die 1000 Höhenmeter sind, wo dann nochmal auf die Teilnehmer warten. Das ist sicherlich nochmal ein hartes Stück hinten raus. Jetzt dürfte es ja so sein, laut Wetterbericht, dass zumindest morgen bis Nachmittag noch halbwegs ist. Und dann kommt wirklich, könnte der Regen kommen. Klar, also bei so einem langen Lauf muss man sich wirklich darauf einstellen, dass es einen alles erwischen kann. Mhm. Also auch mal nass wird zwischendurch, es wahrscheinlich morgen früh wieder relativ warm werden wird, wenn es nicht dann gleich regnet. Aber da muss man einfach darauf eingestellt sein. Was war so das Härteste, was du gelaufen bist? Es gab mal einen 100-Meilen-Wettkampf hier von Seefeld bis Brixen. Ja. Und das war mit 11.000 Höhenmeter, das war bisher der härteste, den ich gemacht habe, über 34 Stunden dann letztendlich. Und das Wetter war da? Dauerregen am Anfang und hinten raus dann warm. Genau, noch zum Draufdrücken. Ja, genau. Und für dich, was war so deine Challenge? Boah, also ich muss sagen, das letzte Wochenende, der Chiemgau, der war schon ordentlich, weil ich bin die Zeit davor erstmal echt nur eher kürzere Sachen gelaufen. Das war das längste jetzt seit langem wieder. Das war schon ein ordentlicher Brocken und ich bin auch im Juli mein erstes Etappenrennen gelaufen. Das waren 4 Tage hintereinander. Das war schon auch eine Herausforderung, weil du ja wirklich 4 Tage hintereinander funktionieren musst. Ernährung muss klappen, alles muss stimmen. Das war schon auch ordentlich, aber hat bisher soweit alles ganz gut geklappt. Wir nützen die Gelegenheit. Wir haben es zwar vorhin in der ersten Stunde schon gezeigt, aber ich würde sagen, wir schauen uns diese Bilder auch noch einmal an. Auch der Business Trail war ein toller Auftakt über 7 Kilometer und auch da gibt es wieder Impressionen. Und da sehen wir von unserem Kameramann, dass die Brücke jetzt erreicht ist. Also das ist der Moment, da bist du auch schon drüber gelaufen, oder? Du auch? Ja. Beide?
Na, glaube ich, du hier nicht, oder? Nee. Ja, beim letztes Jahr beim 100er. Ja. Und beim 80er in die andere Richtung, ja genau. Ja, ja. Also da ist der erste drüber gelaufen. Da werden wir jetzt hoffentlich einige sehen, die diese Brücke dann überqueren. Also auf den ersten Kilometern und dann geht es in eine lange, lange Nacht hinein. Ja, und auch erstmal einen ersten langen Anstieg. Ja, also das heißt, wie wir es jetzt gehört haben, Mutteralm. Ja, genau. Bis dahin ist es so ein bisschen wellig jetzt durch die Schlucht und dann kommt der erste große Anstieg. Mhm. Wo es also für die Athleten hinaufgeht. Wir haben eh darüber geredet. Wenn man da auf der einen Seite Patschekofel hat, man hat auf der anderen Seite genau wieder gegenüber, wo auch zu laufen ist. Also zuerst eine Seite wird belaufen und dann die andere. Genau, also man läuft hier quasi gegen, im Uhrzeigersinn, quasi erst Richtung Mutteralm, dann quert man hinterm Flughafen das Tal, läuft dann in die Nordkette und quert dann bei Hall wieder quasi auf die Seite hier zurück. Man denkt quasi, jetzt muss ich da runter und dann wieder rauf. Ja. Das sind schon unglaubliche Strapazen. Also schauen wir wieder, der Nächste, der ist noch gut drauf. Ja. Also von dem her geht es noch locker. Ja. Ja, aber auch hier hat man jetzt doch einen relativ großen Abstand vorne auch gesehen, zwischen den ersten zwei Läufern jetzt hier. Und auch hier ein dritter Läufer ist jetzt auch erstmal noch nicht in Sicht. Also es hat sich schon gut auseinandergezogen in dem Moment. Aber wird sie natürlich wahrscheinlich bei 110 Kilometer sowieso tun. Ja, also beim 200er Starterfeld ist das doch relativ lange Zeit ein relativ einsames Rennen, wo man andere Läufer nicht so wirklich sehen wird. Wie ist das über die kürzeren Distanzen? Da ist man enger beieinander. Ja, schon. Also es kann schon, es kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, wer da am Start ist, aber es ist schon, man sieht sich schon mehr als auf so eine längere Distanz. Ja. Es wird mehr gejagt. Weil einfach schon, nicht, oder? Ja, ja, schon. Weil ich gehe ja mal davon aus, wir werden morgen dann bei den Zielankünften ist ja weit auseinandergezogen. Genau, also man hat dann teilweise schon mal 20 Minuten, 30 Minuten Abstände dann sicherlich auch drin. Mhm. Wenn jemand vorne sehr, sehr schnell ist, teilweise auch eine Stunde oder so. Mhm. Also da gibt es dann schon große Abstände. Vor allem im vorderen Teil hinten schiebt sich dann wieder ein bisschen zusammen. Aber vorne wird es wahrscheinlich schon große Abstände geben. Ja, jetzt haben wir schon sehr viel eigentlich geredet über die lange Distanz, über die kurze Distanz. Über die Verpflegung haben wir schon geredet. Warum ist deiner Meinung nach, Lars, mittlerweile so ein Boom ausgebrochen, dass einfach so viele diesen Sport machen? Ja, die Leute wollen einfach raus. Man hat jetzt gerade die letzten zwei Jahre mit der aktuellen Situation gesehen, was auf einmal los ist in den Bergen, was auf einmal los ist in der Natur. Die Leute gehen immer mehr wieder in die freie Natur raus, immer mehr raus, wollen natürlich auch ihren Sport da nach draußen legen und kommen so automatisch auch mit dem Trailsport, mit dem Laufen in der Natur in Berührung. Und das zieht die Leute dann einfach auch an bei so Wettkämpfen dann. Mhm. Und wie ist es in deinem Umfeld? Gibt es da Kolleginnen, die sagen, okay, ich laufe oder Bekanntenkreis? Tatsächlich sehr wenig. Also bei mir jetzt im Freundeskreis, so, das, da ist Laufen tatsächlich noch nicht so angekommen. Also da, wenn ich da frage, hast du nicht Lust mitzukommen, da wird so ein bisschen rumgedruckst, aber oft passiert da nichts. Also nee, gewandert wird schon. Aber sobald es dann um das Thema geht, einen Berg hoch zu laufen, da wird es schon dann sehr mau. Also nee, ist noch nicht so angekommen. Ja, und über die langen Distanzen sowieso, oder? Sowieso, das kann man ja nicht einfach. Ja. Genau, die Hoffnung ist so ein bisschen, dass man sieht ja hier die 700 Teilnehmer auf der 40er Strecke und auf der 25er Strecke, dass die so nach und nach vielleicht so ein bisschen hochgespült werden, sich trauen, dann vielleicht die 65 mal anzugehen und so in den langen Distanzen dann, dass die Teilnehmerfelder auch einfach ein bisschen zunehmen. Ja. Ja. Mittlerweile 23.43 Uhr, das heißt, Viertelstunde sind wir noch live hier aus unserem Studio in Innsbruck und werden natürlich morgen früh dann um 7 Uhr berichten können. 6.30 Uhr haben wir ungefähr ausgerechnet, könnte der erste über 85 Kilometer kommen. Genau. Der wird, denke ich mal, um die halb sieben auf jeden Fall, denke ich mal, da sein. Mhm. Und mal gespannt, wer das dann sein wird letztendlich. Mhm. Ich habe ja gerade gesehen, bei den Meldungen, da werden auch Zeiten angegeben, also wie viel man ungefähr läuft. Oder genau, es gibt so eine Stadtblock-Einteilung so ein bisschen, je nachdem, wie viele Starter dabei sind. Also zum Beispiel am Sonntag, das nicht, hat man ja vorher gesehen, so ein bisschen Rückstau gibt es immer beim Start. Aber um den ein bisschen zu entzerren, gibt man einfach eine erwartete Zielzeit auch an, um dann die Leute so ein bisschen einteilen zu können und so ein bisschen den Stau zu verhindern, auch wenn es auf einen schmalen Weg geht, am Anfang auf den Trail geht direkt, um dann nicht irgendwie 10 Minuten Wartezeit zu provozieren oder sowas.
Ja, bei der Brücke scheinen noch nicht viele angekommen zu sein. Also muss es sich schon ordentlich auseinandergezogen haben. Also da sind schon, ich sage mal, die Spitze und dann kommt so die Masse. Ja, also wie gesagt, dort hat es sich jetzt schon gut auseinandergezogen. Ja. Ich schätze mal, im hinteren Feld ist da noch besser, weil die Leute auch eher zusammenlaufen. Aber vorne versucht man schon so ein bisschen sein eigenes Tempo dann noch reinzukriegen und sich nicht durch das Tempo von den anderen so ein bisschen beeinflussen zu lassen, weil oftmals zieht man zu schnell mit oder zieht aber auch zu langsam hinterher, wenn man sich halt wohlfühlt, hinter jemand herzulaufen, obwohl man vielleicht langsamer oder schneller laufen könnte in dem Moment. Aber es ist ja auch oft so, dass man so ein Grüppchen findet und dann bleibt man dabei. Also das sind dann leistungsmäßig viele. Ja, da haben wir wieder einen, der da über die Brücke rauscht. Wobei das jetzt, glaube ich, 85, oder laufen die so rum? Weil ja, die rotes. Ja, war ein roter, ja. Also war ein Starter von den 85 auf jeden Fall. Könnte mit den roten Startnummern. Genau. Ja. Ja, aber dann ist schon, also zwischen 1 und 2, 1, 2 und 3 ja schon extrem. Bei den ersten zwei haben wir jetzt die Nummer nicht gesehen, aber, stimmt. Aber wenn das mit 110er dabei war, dann da war jetzt grad. Auch wieder 110. Ja, okay. Jetzt sieht man, dass wir da kommen. Ja. Jetzt kommen da immer mehr, auch heruntergelaufen. Ja. Ja, dann könnte es auch sein, dass wir den dritten verpassen. Möglicherweise, ja. Das war Adrian, genau. Ein Teamkollege von mir. Von dir? Genau. Also der ist noch gut mit dabei? Der ist noch gut mit dabei. Wir sind in der Laufzeit 45 Minuten mittlerweile. Und jetzt kommt das, was wir auch angekündigt haben. Da sind dann schon relativ etliche, die im gleichen Leistungsniveau laufen oder im gleichen Tempo halt beginnen. Genau, man sieht jetzt auch im eingeblendeten Profil, dass es jetzt eben so langsam in den Anstieg geht nach der Schluchtüberquerung hier. Und wir haben jetzt auch gesehen, also die haben schon Jacken an und alles. Mhm. Also man muss schon schauen, dass man dass nicht zu kalt wird. Genau, also gerade Kälte- und Wärmemanagement ist auf so einer langen Strecke wirklich das Wichtigste, weil das so viel Energie den Körper noch zusätzlich kostet, die man einfach fürs Laufen auch braucht. Und auskühlen oder auch überhitzen ist wirklich eine der wichtigsten Sachen bei so einer Distanz. Der ist einmal gut drauf. Ja, da ist noch gute Laune da. Ja. Gut so, hat ja auch noch eine lange Nacht vor sich. Ja, geht ja. Wäre doof, wenn jetzt schon die Laune schlecht wäre. Vor allem wir begleiten ihn da auf der Brücke, wo man schön hinüberlaufen kann. Die Challenge und das Abenteuer geht ja eigentlich jetzt dann erst richtig los. Ja. Uns geht's gut da herinnen. Also bisher haben wir fast zwei feine Stunden gehabt. Sind jetzt dann schon fast im Finale, aber wir schauen uns schon noch einige an, die jetzt hier hinüberlaufen. Morgen um 7 können wir dann schon den Besten quasi auszeichnen. Die haben wir schon im Ziel. Ja. Für dich geht es am Sonntag dann weiter. Genau, ich habe am Sonntag auch einen sehr gemütlichen Start, also 10.30 Uhr, das ist fast schon. Das kannst du ausschlafen. Das ist sehr gemütlich, ja. Das ist mir auch fast ein Ticken zu spät, weil du musst ja trotzdem relativ früh aufstehen und bist dann nervös. Aber ich will mich jetzt mal nicht beschweren. Also ich schaue dem Ganzen ganz entspannt entgegen. Ganz relaxed und entspannt. Mal gucken, wann dann die Nervosität einsetzt. Die kommt definitiv auch noch irgendwann. Ja, die ersten Teilnehmer, haben wir jetzt gesehen, sind in den Anstieg hineingegangen und werden also hier jetzt hinauflaufen. Wir sind fast am Ende der Sendung, bleiben noch ein paar Minuten drauf und wollen natürlich auch immer wieder unsere Partner präsentieren, die diese Veranstaltung so unterstützen. Diese Auflage in diesem Jahr des Adidas Terrex Innsbruck Alpine Trail Run Festivals. Sagen ein letztes Mal Werbung und dann sind wir nochmal zurück. Being a passionate trail runner myself, you exactly understand what the athlete with which you are co-creating is talking about. Like no matter what, the shoe has to hit 300 grams or less. So this was the big parameter. And then of course we said it has to be comfortable, it has to be breathable, it has to be water draining, and it has to be propulsive. Putting this special plate into the shoe, which is based on renewable carbon sources. There's so much technology in the tooling, in the midsole. It's very, very easy on the heel without taking away stability. It
it's amazing how much these tools then can bring you forward, can help you evolve. Ja, Race Result macht ihr die Zeit nehmen, da gibt es ein Live-Tracking. Da haben wir eine kleine Zwischenwertung. Genau, also von der ersten Zwischenzeit beim 85er, der Markus Marschhäuser führt im Moment vor dem Philipp Köppen. Und beim 100er führt im Moment der Jean Schicktanz vor dem Marco Weiß, sind jetzt im Moment die Zwischenstände. Wobei wir hier eben von den ersten 25 Minuten, 30 Minuten reden, also da ist noch auf jeden Fall, wird noch viel passieren. Also da geht es hinein hier in den Anstieg, wo wir die Bilder sehen. Also das war Zwischenwertung 110. Genau, 110 und 85. 85. Ergänzend bei den Frauen, die Claudia Forster führt von Lilian Schuster auf den 110. Und bei den 85 ist es die Luise Anter vorne, Cornelia Fasching. So, nur zur Vervollständigung auf jeden Fall. Sind aber alles Athletinnen aus dem, kann man auch wieder sagen, Dachraum. Ja, Schweiz, Deutschland, die da mit dabei sind. Ja. Stellen auch die größte Anzahl im Teilnehmerfeld. Und ja. Ja, dann gehen wir schön langsam dann in die Nacht hinein. Also wir schauen natürlich noch, wenn wir noch Bilder haben und dürfen gleich ankündigen, wir sind morgen ab 7 Uhr hier live mit dabei und werden um 8 Uhr dann den ersten Start erleben über die 42 Kilometer, das ist die Marathonstrecke. Da geht es hinauf zur Mutteralm auch. Also du kennst ja diese Strecke auch. Genau, die laufen quasi die erste Hälfte vom 100er rückwärts. Umgekehrt, genau. Umgekehrt, ja. Und wann darf man da mit dem Sieger erwarten? Ja, ich weiß gerade gar nicht, wann der Sieger da sein wird. Ich denke mal gegen 11.30 Uhr, 12 Uhr wird wahrscheinlich der Sieger da sein. So 12, 12.30 Uhr in dem Zeitraum wahrscheinlich. Ja. Wird über die Marathondistanz, ja. Genau. Wir werden dazwischen aber den Sieger auch über die 110 Kilometer, der wird gegen 39, glaube ich, sowas. Gegen 39 ungefähr. Ja, genau, ja. Eintreffen. Dann gibt es den Start 65. Ja. Genau. Auch da ist noch also ein volles Programm. Genau, also jederzeit immer Zieleinläufe, Starts wieder zwischendurch, ist auch schöne Abwechslung dann morgen auf jeden Fall. Ja. Ja. Dann werden wir jetzt dann bald schlafen gehen. Ich schaue mal schnell auf die Uhr. Ja. Ein paar Minuten haben wir noch, begleiten wir noch. Ja, da kommen wieder Athleten, die hier unterwegs sind, über 85 und 110 Kilometer. Also da kommen sie der Reihe nach, wo sie hier diese Brücke überqueren, die Stephansbrücke. Ist ja irgendwo an der Brennerstraße entlang. Und dann geht es hinauf. Bei den Rucksäcken auch immer, glaube ich, dann hat man einen Trinkschlauch. Ja, also es gibt verschiedene Systeme mit Trinkflaschen oder Trinkschlauch. Viele arbeiten inzwischen mit Trinkflaschen, weil man die einfach schneller nachfüllen kann an den Verpflegungsstationen, ohne dass man den Rucksack wieder absetzen muss. Von dem her ist meistens eigentlich inzwischen die Flaschen verbreiteter wie jetzt ein Trinkschlauch. Wo wir haben. Ja, also sind noch wenige Minuten. Wir dürfen noch einige der Teilnehmer hier auf diesen letzten Minuten begleiten, wo sie da hinauf müssen. Der Chris, der hat sie genau positioniert, mitten auf der Brücke. Ja, da wird schon gefilmt. Filmt sich selber und postet natürlich, dann ist es gleich drin. Ja, in diesem Sinne dürfen wir uns schon langsam verabschieden vom heutigen Abend. Kim, ich hoffe, es hat dir gefallen, die Premiere, und morgen sind wir in aller Frische dabei. Ja, ich freue mich schon drauf, weil das ist ja hier quasi so erste Reihe, wo man das alles mitbekommt. Also ich bin schon sehr gespannt. Es war ein guter Start heute und morgen geht es bestimmt genauso spannend weiter. Ja. Ja, morgen freuen wir uns, wenn schönes Wetter ist auf der Mutteralm auch, wo wir eine Kamera oben haben. Und unser GoPro-Läufer wird hier auch unterwegs sein. Lars, du freust dich hoffentlich auch. Ja klar, also morgen auch ein bisschen, der 42er ist auch ein bisschen schnelleres Rennen, wo ein bisschen mehr auf der Strecke auch passiert, ein bisschen dichter vorne vielleicht das Feld sein wird, man ein bisschen mehr mitkriegt auch von der Strecke. Und natürlich, wer jetzt morgen als Erster aus der Nacht kommt. Ja, da haben wir, Frauen sind ja auch einige, also die werden jetzt auch bei der Brücke dann vorbeikommen. Was haben die in der Regel so am Anfang, Rückstand, kann man das ungefähr sagen, ein paar Minuten?
Boah, also auf die langen Distanzen weiß ich gar nicht genau. Ja, am Anfang hält sich das noch in Grenzen. Auf den langen Distanzen kommt es immer so ein bisschen auf die Besetzung des Feldes an. Also man hat beim UTMB zum Beispiel gesehen, dass eine Courtney unter Top 7 gesamt gelaufen ist. Also das kommt immer so ein bisschen auf die Besetzung des Feldes an. Wobei man da jetzt natürlich auch sagen muss, das ist, die ist schon, also die schießt ja den Vogel ab. Aber das ist schon, ja. Ganz eine Extreme, oder? Ja. Ja, wir sehen es oben links, 54 Minuten ist die Renndauer, also knapp eine Stunde, wo wir hier unterwegs sind. Und ich habe kurz die GoPro-Kamera noch einmal gesehen, die war da auch noch einmal unterwegs. Ja, da haben wir hier schön aufgereiht, jeder mit der Stirnlampe natürlich. Ich glaube, dass das auch cool ist, wenn man da jetzt nochmal an jemanden vorbeiläuft und so. Das pusht schon nochmal, also wenn man jetzt nicht komplett dann, weil die Nacht wird lang, die Nacht wird auch einsam. Ah, da wird auch schon. Da ist die GoPro wieder. Ja, genau. Da haben wir sie wieder gefunden. Immerhin haben wir noch 30% Akku. Ja. Also da können wir ruhig noch, wenn es ausgeht. Da ist er unterwegs und da geht es für die anderen hinauf, auf der Strecke. In die Dunkelheit. In die Dunkelheit. Ein schöner Beginn, können wir sagen. Ich danke euch beiden, dass ihr mich begleitet habt. Und ich freue mich schon auf morgen, auf eine ordentlich lange Sendung, die wir machen. 5 Stunden sind wir dann für Sie da hier aus der Olympia-World in Innsbruck, wo ja Start und Ziel immer wieder stattfindet. Und damit darf ich es im Namen von uns dreien, oder? Gerne. Also, ich freue mich auf morgen auf jeden Fall. Ja. Jetzt sind wir nochmal eingeblendet. Darf ich mich verabschieden und wünsche allen noch einen schönen Abend, eine geruhsame Nacht. Und wir würden uns freuen, wenn Sie morgen ab 7 Uhr oder können ruhig auch ausschlafen, 8 Uhr ist der Start, wieder mit dabei sind. Danke an das ganze Team. Super Job gemacht. Bis morgen.